Einen wunderschönen guten Morgen. Am 20.09. um 7.30 Uhr ist es wieder Zeit für die Morning Show, nachdem ich krankheitsbedingt leider ein wenig ausgefallen bin. Ich hoffe, der Sound ist okay. Es hört sich gerade ein bisschen merkwürdig wieder an, aber scheint soweit okay zu sein. Dann wollen wir mal der Begrüßung äh, folgen, dem Ritual. Einen wunderschönen guten Morgen, Ballritter und Panzerkit, die begleiten mich heute. Als Moderatoren vielen Dank für euren Support und guten Morgen. Genau, jetzt weiß ich, was fehlt. Musik. Musik auf den Ohren fehlt. Deswegen äh, kam mir das so merkwürdig vor. Atomics am Eher ist guten. Äh, guten wow! Ja, vielleicht sollte ich mich nochmal hinlegen. Atomics on Air ist da, guten Morgen. Uh, Wolfsbad, guten Morgen. Building Simulation und Lazuril, euch auch einen wunderschönen guten Morgen. Joxer FFM, Vivi Laro, schön, dass ihr da seid. Frank Sloth im Urlaub schon so früh auf, das gibt's ja gar nicht. Frank, schreib mir mal, wann es dir am besten passt. Möglichkeit erst so ab 17 Uhr. Um, äh, Party DJ Andy ist wieder da, wieder voll ausgesprochen hier. Das tolle Programm. Eine Woche oder anderthalb Wochen nicht da gewesen, schon alles wieder verlernt. Marians Art in Horror, guten Morgen. Old Grump. Ähm, <kling> Sound passt sehr schön, danke. Ja, ist ein bisschen ungewohnt. Ähm, äh, vor allem, denn äh, startest du Lumia Stream und. Äh, alle Einstellungen sind weg, weil die wieder irgendwas rumgespielt haben. Super, klasse. Ich habe es jetzt zum Schluss doch noch hinbekommen, dass im Hintergrund der Alert wieder zu sehen ist. Ähm, so, äh, wow, pünktlich wie die Mauer, das äh, soll so hier sein. Das ist äh, eins meiner Credos, äh, nämlich äh, Pünktlichkeit ist Respekt vor der Zeit des anderen. Und äh, da lege ich sehr viel Wert drauf. Und deswegen versuche ich auch möglichst selbst immer pünktlich zu sein. Katastrophenvogel, einen wunderschönen guten Morgen. So, schauen wir weiter. Gumbascha ist wieder da. Sehr schön, moin. Basti, guten Morgen. Äh, Tobi Wagner, moin. Fokus ziehen bitte. Habe ich den nicht eingerichtet, ich Idiot. Da siehst du. Dankeschön. Dankeschön. Wenigstens einer, der aufpasst. So. Ich hatte den Autofokus wieder rausgenommen gehabt, weil der wiederum gesponnen hatte und habe natürlich vergessen, jetzt beim Neustart der Kamera den äh, einzurichten. Vielen, vielen Dank dafür, Tobi. Äh, Cowboy, moin. Äh, Rockzwerg ist wieder da, guten Morgen. Dreh mal Fokus, genau, Dankeschön. Äh, Devil Thing, moin. Gina, moin. Sleepwalker Pain ist da, guten Morgen. Alex Deluxe, jetzt weiß ich es übrigens, ich habe. Ähm ich habe deinen Avatar gesehen. Alex Deluxe. So ist es eigentlich richtig, ne? Aber ich finde Alex Deluxe irgendwie schöner. <laughs> Aber egal, du bist Alex Deluxe. Alles klar. Mario, guten Morgen. Wie geht es dir? Ich hoffe, du hast einen schönen Geburtstag gefeiert. Hier nochmal ein bisschen Liebe in den Chat für Mario. Der hatte letzte Woche Geburtstag. Und äh, ja, kann man ruhig mal ein bisschen Liebe rausholen. Danke für die Pillen, die brauche ich nun mal heute wirklich. Spirit ist wieder da. Einen äh, wiederhergestellten, einen schönen guten Morgen, den Rest weiterhin gute Besserung. Ja, genau. Also für alle, die, die momentan vielleicht flach liegen. Ich habe ja gehört, ich, das hat mich nicht alleine getroffen. Ähm, gute Besserung. Also ich möchte auch gar nicht großartig drauf eingehen, sagen wir, ich habe mich nicht gefühlt, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf Diagnosen äh, aus dem Chat. Das haben wir häufig genug gehabt und das muss nicht sein. Ich habe mich wirklich einfach, äh, wirklich nicht sehr gut gefühlt, sagen wir es einfach so ein bisschen flach gelegen. Zeit gehabt zu lesen, das war schön. Uh, also, der Kopf war klar. Uh, das hat Spaß gemacht. Und da gehen wir Mittwoch drauf ein. Uh, Fräulein Gritzelgrün, guten Morgen. Restless Blue moin. Der Old Noob ist wieder am Start. Bin auch seit einer Woche fies erkältet. Nee, das war keine Erkältung. Aber wie gesagt, wollen wir nicht drauf eingehen. Und ja, hab gut gefeiert, so wie ich das wenn mein Lieber. So. Kannst du riechen? Uh, du hast Nase. Ja, ich uh, kann sogar hochziehen geht auch also auch das funktioniert ähm, also wie gesagt das war, das war keine Erkältung es war keine Grippe es war kein Covid wir haben ja hier äh, Selbsttest also auch das habe ich natürlich getestet gehabt ich habe keine Ahnung was es war und wie gesagt lasst es uns dabei äh, ja belassen so äh, Blackbird guten Morgen so jetzt hatte ich gestern noch tatsächlich wieder noch ein Thema gehabt und äh, zack ist es wieder weg Fragt mich nicht, warum ich ständig die Themen wieder vergesse, wenn ich sie am Abend vorher noch hatte. Also zum einen möchte ich am Mittwoch mit euch über ein Buch sprechen, das ich gerade lese. Da bin ich allerdings noch nicht ganz mit durchgekommen, deswegen erst am Mittwoch. Spartawurst, das ist mein geiler Name. Moin. Uh, meine Kinder sind seit Mitte letzter Woche krank. Uh, meine Kinder sind seit uh, Mitte letzter Woche krank. Heute... Das ist ja auch noch zu Hause, haben es dann hoffentlich bald hinter uns. Ich wünsche gute Besserung an dieser Stelle und äh, ja, dass die bald wieder gesund sind. Und du ähm, bist seit 1,4 Jahren dabei. Hast du den Namen geändert? Frau Gritzelgrün, ich finde den ja klasse, den Namen. Kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ich glaube, so einen Namen hätte ich mir gemerkt. Deswegen das Buch. Du willst gleich einen Spoiler haben für Mittwoch. Willst du schon eine äh, Buchbesprechung mitlesen, dann mach das mal. Das ist äh, eine Billion Dollar. Uh, jetzt habe ich den Namen von dem Autor wieder vergessen. Andreas Eschbach oder so heißt er. Um, Amazon... Dö. Gucken wir doch mal kurz. Ja, Eschbach. Uh, der hat auch uh, das Jesus-Video. Oder ist es doch falsch? Doch, doch, das uh, Jesus-Video hat er auch gemacht. Eine Million Dollar uh, heißt das. Um, und ist sehr interessant. Wurde mir übrigens vom... Uh, Zendoro hier im Chat empfohlen, als wir damals den Stream hatten, mit uh, 90 Millionen im Lotto gewonnen, was würdet ihr mit dem Geld machen? War ein sehr interessanter Stream übrigens. Und uh, da hat er das Buch empfohlen gehabt und das ist uh, nochmal eine Spur stärker, das Ganze. Und, aber sehr interessante Bet Betrachtung, waren sehr, sehr interessant wegweisend, was die Klimakatastrophe, äh, ja, was, was, was das Klima aktuell angeht. Und uh, das Buch ist von 2001, also sehr weitsichtig, schon zu diesem Zeitpunkt. ITN RG, guten Morgen. Was hältst du davon, dass Mario Bart auf Twitch streamt? Ich habe ihn ehrlich gesagt nur im angekehrt kurz gesehen und meinte noch so zu meiner Frau, sag mal, war das gerade Mario Barth? Das, das war doch sein, seine Stimme oder so. Und äh, der ist dann aber sofort wieder abgehauen. Man konnte sein Gesicht irgendwie nicht erkennen. Und danach habe ich dann von irgendjemandem erfahren hier, was hältst du davon, dass Mario Bart auf Twitch ist? Also erstmal finde ich es grundsätzlich klasse. Wir haben ja ähm, schon ein paar Promis auf, auf Twitch, äh, sei es Kaya Jana. Ähm, komischerweise die Comedians, die alle auf Twitch gehen. Und äh, Erkan und Stefan. Die ja auch beide hier im Talk waren und worüber wir uns ja auch unterhalten haben, Promis auf Twitch, äh, Fluch oder Segen, sehr geiler Talk, wenn ihn äh, verpasst hat, ist immer noch unter den Highlights abzurufen oder äh, auf YouTube. Und äh, ich bin da müssen Segen. Also ich finde es klasse, dass er äh, da ist. Ich persönlich bin jetzt kein Mario Barth Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, aber muss ich ja auch nicht sein. Ähm, jedenfalls äh, spült er halt neues Blut auf die Plattform und das ist natürlich eine feine Sache. Also frische, frisches Material sozusagen. Der klaut uns nicht, die Zuschauer, sondern ganz im Gegenteil, der bringt die uns und zwar in Massen. Ne? Oh, guten Morgen. Äh, der Gimbi, moin, schön, dass du da bist. Äh, Eschbach ist einfach ein guter Autor. Ja, ich kenne, wie gesagt, das andere nur als Verfilmung, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir wollen die Buchbesprechung nicht heute machen, wir machen das am Mittwoch. Ähm, werden wir am Mittwoch drüber reden. Was hältst du davon? So, Frau Gritzelgrün, erstmal Schmuseengel 77. Siehst du, da kann ich wieder was mit anfangen, hat aber angefangen äh, zu zeichnen, daher der Namenswechsel Schmuseengel passte nicht mehr so richtig. Frau Gritzelgrün, äh, Fräulein Gritzelgrün, finde ich, äh, ist ein klasse Name. Ne? Also hast du alles richtig gemacht. So, Foto, Jürgen, moin. Ja, ich würde gerne das Gegenteil behaupten, aber ich sehe ja nur deinen Namen. Also, ich kann dich ja nicht persönlich sehen, aber ich freue mich, deinen Namen zu lesen, sagen wir es so. Äh, schön, dass du wieder da bist, Jürgen. Äh, Cooper, guten Morgen. Devil Thing, moin. K äh, Kitty, vielen Dank für deinen Host und Support. Hunter Hamburg ist wieder am Start, moin. Äh, ich habe halt privat ziemlich äh, viel Schlechtes über den Charakter von Mario Barth gehört, hatte deswegen etwas Bedenken. ITRG, äh, äh, hast du irgendwie einen anderen Namen für mich, dass ich den einfach aussprechen kann? Ähm, also erstens, äh, das mit dem Charakter habe ich auch gehört, aber das ist nicht der Grund. Ich mag seinen Humor teilweise einfach nicht. Ähm, es gibt ein paar Sachen, ja, da kann ich auch drüber schmunzeln und so, aber im Großen und Ganzen mag ich seinen Humor einfach nicht und äh, deswegen ist es einfach nicht mein Ding. Ähm, jetzt ist die Sache was mit dem Charakter. Will ich ihn vorurteilen dafür, dafür, dass ich ihn gar nicht kenne als solches? Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Man muss ihn ja nicht gucken. Das ist ja das Schöne bei Twitch und das äh, sage ich auch jedem einfach, der ähm, äh, ja, was weiß ich, sich nicht äh, wohlfühlt, weil er äh, was weiß ich von irgendeinem Streamer getriggert fühlt. Ähm, Ihr müsst ihn nicht gucken. Keiner zwingt euch dazu, den Kanal anzuhaben. Geht einfach woanders hin. Ne? Und, und äh, niemand zwingt euch auch, ihm seine, äh, eure Meinung an den Kopf zu ballern, ungefragt. Also äh, es gibt ja so, so Spezies, äh, die der Meinung sind, sie müssen äh, Streamern das Leben erklären. Und äh, wie gesagt, bringt überhaupt nichts und äh, ist nur für verschwendete Zeit. Also lasst es. Ähm, äh, Sunshine Couple, moin. Mario Barth war vor äh, war anderthalb Tagen äh, angekämpft. Ich habe nur ganz kurz reingesetzt gehabt. Ähm, ich habe mir die Zahlen ein bisschen angeguckt. Ist ordentlich nach unten gegangen. Ne? Ich habe auch äh, die äh, Schelte gesehen, die äh, Montana Black bekommen hatte auf Twitter. So von wegen, wie kann er es denn wagen zu streamen, wenn sein bester Freund streamt? Also, Montana, pfui, das macht man einfach nicht. Nein, das ist natürlich Quatsch. Und er hat auch genau richtig geantwortet. Ähm, wenn der jetzt eine Woche Angelcamp macht, darf ich dann eine Woche nicht streamen? Na, also, wie gesagt, äh, ja, vielleicht hat denn äh, Knossi 30.000 Zuschauer weniger, aber Montana hat im Umkehrschluss auch 30.000 weniger. Also, es, es tut sich alles nichts. Deswegen sage ich ja, wenn wir damit anfangen, so von, ja, der streamt dann und dann, dann kann ich nicht streamen und so. Ja, wann willst du dann noch streamen? Es gibt immer jemanden, der streamt, wenn du streamst. Also, es ist zwar löblich und, und nett, wenn man aus Rücksicht eben halt äh, wegen dem anderen nicht streamt oder sich andere Zeiten aussucht, ist eine feine Sache, aber das kann niemand von, von euch verlangen oder umgekehrt. Ballritter, auch dir vielen Dank für deinen Host und Support. Für IT Energy, jetzt ist es einfach, ich nenne dich einfach Energy, wenn es äh, für dich, Energy, klar. Radio Energy, <laughs> deswegen klar Energy. Ähm, jetzt, jetzt habe ich's. Danke. Ähm, würdest du Twitch als neues Reality-TV sehen? Ist es doch. Also würdest du es anders sehen, Jürgen? Doof gefragt. Ähm Teilweise ist es auch erschreckend nah an, ähm, an RTL2-Formaten dran. Also wenn wir uns so den einen oder anderen Stream mal angucken, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber das hat schon RTL2-Format ne? oder vox die Auswanderer und solche Geschichten. Ähm, und auch da will ich keine Namen nennen. Aber Fakt ist, ähm, teilweise ist es äh, sehr, sehr realitätsnah. Sagen wir es einfach mal so. Äh, gibt es heute auch Gummibärchen im Bett? natürlich, wenn du so nett fragst, dann hau ich die doch gleich mal raus. So. Ich hoffe, ja, die Bots sind alle noch programmiert, sehr schön. Ähm ich mag auch den äh, Humor von Mario Bart nicht, aber andere mögen ihn. Aber genau das ist das Schöne, jeder da, äh, das, was er mag. Genauso sieht es aus. Und ähm, wie gesagt, es gibt Leute, die mögen Mario Bart. Ich mag äh, Kaya Jana den Humor zum Beispiel sehr gerne äh, und andere äh, Comedians. Und ähm, ja, niemand ist gezwungen, den zu gucken. Na, und trotzdem tun es Tausende. Also wird er wohl irgendwas richtig gemacht haben. Das ist genau das gleiche mit Montana Black. Ich selbst schaue super selten mal in seinen Livestream rein. Eher so. Sagen wir es mal Qualitätskontrolle. Äh, weil äh, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass deine Seitenkamera vom, vom äh, Schreibtisch, dass die so ein Flackern drin hat, das anscheinend äh, auf Audio reagiert. Ist euch das mal aufgefallen? Da ist so ein Krizzeln drin. Und jedes Mal, wenn er spricht, verändert sich dieses Kriseln. Also muss das irgendwo eine ja, Rückkopplung oder keine Ahnung, ein schlecht geschirmtes äh, Mikrofonkabel sein oder was auch immer. Aber Fakt ist, es ist scheißegal. Der hat trotzdem seine 70.000 äh, Zuschauer. Also das ist das, was ich immer sage. Content beats Quality. Und ja, sein Content. Mag nicht jedem gefallen, aber irgendwas machst du richtig, ne? So, Susa guten Morgen, falls ich es nicht gesagt habe. <laughs> Tree Pasha ist wieder da, guten Morgen. Kaya ist echt cool. Ja, der hat auch wirklich eine sehr angenehme Art, finde ich. Äh, das meinte ich mit Reality wie aller RTL 2. Wird sich das Niveau dann hier auf Twitch ändern? Ähm, ich glaube eher in Richtung, dass wir mehr Richtung lineares TV gehen werden. Also, das ist momentan meine Vermutung. Das ist, ähm, es gibt ja jetzt schon äh, so Versuche, sagen wir es einfach mal, wo äh, mehrere Streamer auf einem Kanal eben halt streamen, praktisch fast schon wie ein Sendeplan. Und ich denke, das wird zunehmen, dass äh, solche Sachen sich mehr und mehr bilden. Ich glaube, äh, selbst äh, Rocket Beans ist ja auch so ein Format praktisch. Dann äh, Pete's Meat ist, glaube ich, auch sehr ähnlich. Da streamen auch mehrere auf dem Kanal eben halt. Und das wird sich immer mehr bilden. Und äh, das Problem ist eben halt für den kleinen Streamer, Sehe ich das schwer ähm, nachvollziehbar, weil äh, selbst wenn sich kleine Streamer jetzt äh, bilden, sagen wir mal, es äh, treffen sich zehn Streamer, die jeweils im Unterschied äh, zwischen, ja, sagen wir mal, zwischen zehn und 100 Zuschauer haben. Ja, also der Kleinste hat 10, der Größte hat 100 Zuschauer. Jetzt fangen wir folgendermaßen an: äh, Foto Jürgen macht immer morgens um 7.30 Uhr die Show bis 10 Uhr, dann komme ich. Foto Jürgen hat im äh, Durchschnitt 100 Zuschauer, ich habe zehn. Ich kriege immer den Rate von Fotojürgen ab und der, der nach mir abkommt, der bekommt logischerweise immer nur noch die Reste, die bei mir übrig gewesen sind. Die, die danach kommen, und jetzt gehe ich einfach davon aus, die haben halt keine hundert Zuschauer, fühlen sich dann irgendwann benachteiligt. So von wegen, ja, der kriegt immer den großen Rate von Fotojürgen und deswegen sehe ich dieses Konzept bei kleinen, Zuschau äh, kleinen Streamern eher nicht von Vorteil. Bei größeren äh, oder wenn, wenn die kritische Masse erreicht ist, dann ist es, glaube ich, relativ egal. Aber äh, ich denke, das hat sehr, sehr viel Streitpotenzial. Also sowas wie ein Streamplan unter kleineren Streamern halte ich nicht für äh, realitätsnah, wo ich das Wort gerade lese. Das hat tatsächlich mal ein äh, Streamer vorgeschlagen gehabt und habe ich gesagt, nee, also da, da halte ich überhaupt nichts von. So ähm, realitätsnah, aber weniger scripted Reality als im äh, TV hoffe ich jedenfalls. Naja, also ich denke mal, 90% werden es ungescriptet machen, aber ich glaube, der eine oder andere hat schon sein Script irgendwie. Also es kommt mir jedenfalls zumindest so vor. Sagen wir mal, 10% ist viel zu hoch gegriffen. Sagen wir mal 5%, sagen wir 3%. 3% äh, Skripten ihren kram schon. Ich vermisse nur etwas mit der äh, Michael Mittermeier. Den mochte ich auch gerne und damals den ähm, hieß der Hermann? Ich äh, weiß nicht, ob sie schon wussten. Ich glaube, das war Hermann irgendwas, ne? Äh, den mochte ich auch sehr gerne. Der hatte so eine schöne, treu-dove, trottelige Art an sich. <laughs> es wäre langweilig, wenn wir alle denselben Geschmack hätten und es wäre langweilig, wenn wir alle den gleichen Content hätten, Gina. Das kommt ja noch hinzu. Also, wenn wir alle nur Montana Black nachmachen würden oder alle nur Gronk nachmachen würden, dann, ja, können wir gleich Gronk schauen oder Montana Black, ne? Da brauche ich mir doch nicht die Kopie dann anschauen. Uh, Blackbeard, herzlichen Glückwunsch zu gewonnenen Battle Royale. Ich äh, gucke hier über Twitch wirklich nur Streamer an, die ich äh, mir wirklich gut gefallen. Alles andere interessiert mich nicht. Kurz wie Kaya. Im TV habe ich ihn nie geguckt. Hier auf äh, Twitch liebe ich ihn. Äh, warum? Das würde mich jetzt interessieren, weil der Humor ist ja doch irgendwo der gleiche. Geblieben. Ist es, weil er eben halt und das vermute ich, weil er hier als Privatperson auch ist, weil man einfach mal die Möglichkeit hat, ihn praktisch virtuell anzufassen, ihm mal eine Frage zu stellen, was ja beim linearen TV einfach nicht geht. Es sei denn, du schreibst einen Leserbrief und der wird wahrscheinlich auch nicht beantwortet werden. <laughs> Rita Schulz, äh, guten Morgen. Äh, das hier ist doch äh, interaktives Fernsehen, oder? Ja, würde ich sagen. Also ich würde das auch als interaktives Fernsehen bezeichnen. Äh, und Rüdiger Hoffmann, genau, Hoffmann war das. Dankeschön. Äh, Habi, guten Morgen. Hubi. Guten Morgen, Raid! Danke für das wegfetzende Ohren, das ist meine Schuld. Willkommen an alle Raider, DJ JJ, DJ, DJ, DJ FD. Guten Morgen, vielen Dank für deinen Support und deinen Raid. Mach es dir bequem im äh, Stream und ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Klingt so, als wenn ihr Musik gemacht hättet, äh? Wo ist der Shoutout für den lieben DJ? Da haben wir ihn. Grand Theft Auto hast du gespielt. Äh, Roleplay oder einfach so? So, ich äh, bin leider noch ein bisschen hinterher im Chat. Ich bin gleich bei euch. Äh, Marcon, guten Morgen. Ken Sonic, ein Onkelchen zum Morgen. Yay, wieder da. Haben ihn schon sehr vermisst. Ich habe euch auch vermisst, um, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe euch auch vermisst. Natürlich äh, war mir die Gesundheit wichtiger. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich muss hier einfach jetzt mal kürzer treten. Und äh, bitte um euer Verständnis. Aber das war jetzt wirklich wichtig. Text, guten Morgen, falls ich es nicht eben gerade gesagt habe. Äh, Light Angel, guten Morgen in die Runde. Moin. So, Hase auf Arbeit, guten Morgen. Sonyline, guten Morgen. So, DJJFD. Wofür steht denn das FD? Da muss ich gleich mal fragen. GTA-RP. Ah ja, sehr schön. Ich äh, hatte mal versucht, DayZ-RP zu machen. Ich kann damit nicht sehr viel anfangen. Ich mag einfach die Interaktion mit dem Chat und äh, ich kriege das einfach nicht hin. Dieses Wechseln aus Rolle und dann wieder mit dem Chat interagieren, das ist nicht meins. <laughs> Rip Öhrchen, ja, tut mir leid. Also ich habe gedacht, jeden Morgen haue ich die Musik zu, leid, äh, zu laut rein, also stelle ich doch einfach die Musik lauter, äh, leiser, sodass sie dann nicht mehr so reinballert und ich kann den Regler schön weit oben lassen. Was ich nicht überdacht hatte ist... Dass der alert vielleicht ziemlich laut reinballert, das heißt, ich muss das nachher nochmal kontrollieren und bei Streamlabs einstellen. Also tut mir leid. <laughs> M laut, guten Morgen. Bartsch Sascha, guten Morgen. Genau, es ist ein privater und nicht äh, nach einem Plan wie äh, TV. Ist es ist privat und nicht äh, nach Plan wie TV. Ja, das finde ich eben halt auch sehr schön. Vor allem, wenn du dann eben halt siehst, dass das auch nur Menschen sind. Na, also wie Erkan und Stefan, ihr habt ja hier gesehen gehabt. Das war einfach super. Das waren keine abgehobenen Promis oder sowas, sondern das waren Menschen, die man anfassen konnte und äh, denen man auch eben halt äh, ziemlich doofe Fragen stellen konnte. Ich habe ja nun bewusst die eine oder andere Frage mal äh, mit reingestreut gehabt, die äh, vielleicht nicht so in normalen Interviews eben halt vorkommt. Ich muss es mal wirklich sagen. Schön, dass du wieder da bist und dass es dir besser geht. Danke, Andi. Danke. Also ganz ehrlich, ihr wisst es ja, ich hasse es, krank zu sein. War nicht schön für mich. Also es fing. Ich möchte eigentlich nicht drüber reden, aber es fing an mit einer Migräne eben halt. Ich war um 4 Uhr nachts aufgewacht mit Mörderkopfschmerzen und konnte den Rest dann nicht mehr schlafen. Und da habe ich gesagt, den muss ich absagen. Und ich dachte, es wäre nur die Migräne, also ich bin nächstes Mal dann gleich wieder da. Aber da hatte ich mir noch irgendwas anderes angefangen und deswegen hat das noch ein bisschen gedauert. Wie kannst du nur kürzer treten? Ja, vor allem bin ich mit meiner großen Schuhgröße. Wobei 45 ist auf zwei Meter auch nichts. Äh, habe auch am Wochenende Leos Podcast mit dir und äh, Nielsen gesehen, war sehr interessant. Ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt bald demnächst wieder einen hin, Cooper, denn eigentlich ist es längst geplant, dass wir wieder einen Beyond the Stream machen und auch fragt Nielsen, Leo und ich sind eigentlich heiß drauf. Es äh, klappt nur irgendwie noch nicht mit der Planung, sagen wir es einfach so. Ja, haben zwei Tage jetzt geübt. Ah, sehr schön. Also, wie gesagt, ist Fulda. Ah, alles klar, danke. Ähm. Meins ist es nicht. Ist auch nichts zum Zuschauen. Also, äh, äh, hier, Montana macht das hier jetzt auch ab und an. Hab da mal kurz reingeguckt und ähm, irgendwie ist das nicht meins. Da muss man, glaube ich, äh, einfach eine Ader führen. Aber ich habe auch mal gesagt, just chatting wäre nicht meins. Und was mache ich jetzt? Just chatting. Ne? Und das schon ziemlich lange. <laughs> Uh, ja, du hast es, glaube ich, schon selbst beantwortet. Hier bei Twitch habe ich das Gefühl, ihn als Mensch und nicht nur als Komiker zu erleben. Er kommt hier sehr authentisch rüber. Er hat sowas uh, aber auch selber mal im Stream gesagt, dass er hier anders sein kann und seine Zuschauer anders sind und er mit ihnen besser agieren kann. Ja, das ist ja das, was mir auch gefällt. Ne? Das ist ja das Tolle. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, auch wenn das nah an der Wirklichkeit dran ist, also meine Person eben halt, also ich sag mal... 90% bin ich wirklich ich, sind 10% eben halt Schauspieler. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Also, ähm, wie ähm, Leo das schon gesagt hat, ne? ähm, jeder hat sein Kamera-Ich. Und das ist hier gerade mein Kamera-Ich. Äh, das muss man aber auch haben. Das sind eben halt Situationen, die habe ich auch schon häufig erklärt. Wenn zum Beispiel Trolle reinkommen, dann keine Aufmerksamkeit schenken. In dem Moment muss ich Schauspielern. In dem Moment muss ich so tun, als hätte ich das gar nicht gelesen und. Äh, mir doch egal. Na, und es gibt auch andere Situationen, wo vielleicht auch mal jemand hier ist, auf den ich gar keinen Bock habe, äh, dem das aber nicht gesagt habe. Ne? Also, <laughs> also es kann auch passieren. Also, wie gesagt, man ist auch zu einem gewissen Teil eben halt Schauspieler und das Lustige ist, wenn mich dann jemand eben halt sieht wie äh, Nachtfalke, der mich seit 37 Jahren kennt, sieht der das sofort in meinem Gesicht. Der erkennt sofort, aha, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> <lacht> Oh ja, ich würde mich freuen, Cooper. Äh, Achso, über Beyond the Stream, alles klar. Äh, ich habe damals Rastplatz äh, Rust RP gesehen. Rastplatz Rust RP und äh, das war ganz großes Tennis. Rust gab es RP, wusste ich gar nicht. Also ich habe mir das irgendwann mal geholt, das war auf meiner Pile of Shame. Aber äh, nicht um RP zu spielen, sondern äh, mich haben damals Survival Games einfach äh, geflasht und äh, da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Uh, Jim Bob Walter, moin, dankeschön. Uh, Anke Anni, moin. Lupus May, vielen Dank für deinen Hostensupport. Support. Uh, ich denke, es liegt nicht nur an der Kamera. Ich bin auf der Arbeit auch anders drauf als zu Hause uh, oder bei meinen Eltern. Es ist nicht so, als wäre die eine Seite nicht uh, ich selbst, aber es gibt verschiedene Facetten. Ja, Gina, gut ausgedrückt. Also wie gesagt, das ist eine meiner Facetten eben halt. Wer mich ähm, kennenlernt, ohne dass jetzt ähm, ja, äh, dass, dass man, äh, dass ich jetzt weiß, dass ein Zuschauer und ich bin äh, Onkel Pippi eben halt, ähm, der würde vielleicht sogar denken: Oh Gott, wie ist der langweilig oder so, weil ich habe auch meine ruhigen Phasen. Ich bin nicht immer dieser Sabbelarsch. <laughs> also, ich kann auch wirklich sehr gut ruhig sein und einfach nur zuschauen. Auf äh, Partys ist das bei mir zum Beispiel häufig der Fall. Ich setze mich irgendwo an den Rand und dann beobachte ich erstmal. Wenn es nicht geht, an den Rand sich zu setzen, weil man sich, was weiß ich, im Restaurant mit fremden Leuten eben halt trifft. Ja, dann bleibe ich erstmal ruhig und beobachte die Gruppe und sehe erstmal, wie ticken die eigentlich? Was für eine Art von Humor äh, ist hier vorhanden? Äh, was kann ich rauslassen, was kann ich nicht rauslassen? So unter dem Motto würde ich das äh, ausdrücken. Aber ich bin da eher der stille Beobachter und wenn ich dann der Meinung bin, ja, die Leute gefallen mir, dann komme ich auch mi aus mir raus und dann fällt es mir auch ziemlich leicht, die Gruppe an mich zu reißen, sagen wir es mal so, dann bin ich so ein bisschen der Kasper in der Gruppe. Ich bin tatsächlich immer ich, äh, egal ob mit oder ohne äh, Kamera. Rockzwerg, ist das wirklich so? Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel, äh, Beispiel an, aber es gibt Situationen. Ähm, schöne Situation ist jetzt wirklich ein völlig billiges Beispiel, aber Rockzwerg, äh, du kaufst dir gerade neue Schuhe. Darf es noch ein äh, Imprägnierspray äh, sein? Sagst du da jetzt wirklich die Wahrheit oder sagst du, ähm, nee, habe ich noch zu Hause. <laughs> Das ist so ein schönes Beispiel, weil ich hatte am Wochenende ein neues Kopfkissen mir geholt. Und da war auch die Frage: Möchten Sie ein Waschmittel für das Kopfkissen und so weiter? Und ich, nein, danke und keine weiteren Fragen. <laughs> so, äh, ich bin auch zu Hause gegenüber meiner Frau, anders als äh, Freunden gegenüber, und auch da sehr engen Freunden, anders als Bekannten. Ja. Und dann gibt es noch den äh, sogenannten, ich glaube, Vertigo-Effekt nennt sich das. Ähm, das wurde mal sehr schön bei How I Met Your Mother dargestellt. Wenn man alte Freunde nach langer, langer Zeit wieder äh, trifft, dass man in das, das Verhalten von diesen Leuten eben halt zurückfällt. Dass man praktisch auf einmal wieder so ist, wie man in den 90ern zum Beispiel war. <laughs> äh, da gibt es einen Beziehungsfilter. Es äh, hängt von den Menschen ab. Ja, bin ich auch der Meinung. Äh, wenn meine Mama da ist und meine Freundin, dann wird es immer lustig, weil meine Mama. Sieht verrückt, ich, äh, wie verrückt ich bin, äh, wobei ich das glaube, eh, eh, ich eh weiß. <laughs> also verrückt sehe ich erstmal als Kompliment an. No? Äh, verrückt, Spinner, Visionär, alles ein Level und äh, deswegen sehe ich das als Kompliment an. Äh, Kaufe ich online, okay. Alles klar. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt Situationen, da lügst du. Na, das ist auch, du hast keine Lust, über deine Gesundheit zu reden. Wie geht es dir? Eigentlich geht es dir gar nicht gut, aber du hast keine Lust, jetzt darüber zu reden und du sagst, es geht mir gut. Und das sind eben halt die Momente, wo du nicht mehr du selbst bist. Das ist da, wo du dich verstellst, wo du Schauspielerst. Das ist zwar, wenn man es auf ganz klein runterbrechende Lüge in dem Moment, aber ich no? Lauch ist wieder da. Moin, schön, dass du da bist. Meine Auszeit war entspannt, ja, das zum einen. Und ich habe auch Zeit zum Lesen gehabt, aber äh, wie gesagt, äh, war nicht schön. Sagen wir so. Na, also es hat ja seinen Grund, weshalb ich es abgesagt hatte. Hast du für diese Woche schon feste Themen? Ich äh, vermute, dass du keine Politik im Stream haben möchtest, aber in einer Woche ist ja Wahl und äh, davor FFF-Demo. Ähm, Hunter, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich Freitag mal einen Politik-Talk mit euch mache. Aber meine Frau hat gesagt, mach es nicht, weil ich glaube, das ist hier einfach bekannt, dass das hier ein Happy Place ist, ohne Politik und ohne ähm, Religion und ohne Streit möglichst auch. Also, dass wir wirklich gut gelaunt in äh, den Tag starten. Und ja, da gebe ich ihr auch voll, äh, voll und ganz recht, gebe ich dir da, äh, beschreiben, das ist eine kluge Frau. Und da äh, vertraue ich ihr eben halt auch. Und äh, ich denke, wir machen es nicht. Aber. Und ich bitte da um euer Verständnis. Ich werde euch am Freitag deutlich und mehrfach bitten, geht zur Wahl. Ja? Lasst das nicht verstreichen. Lasst eure Stimme nicht äh, ungenutzt. Äh, und auch das kann ich an dieser Stelle schon sagen. Bitte, bitte geht zur Wahl. Solltet ihr nicht die Zeit haben, also bei uns ist bis zum 21. Äh, noch möglich, sich die Briefwahlunterlagen zu holen. Fordert die an. Ruft die Behörde jetzt an. In drei Minuten macht ihr auf. Lasst euch die Briefwahlunterlagen schicken. Wählt. Wen ihr wählt, ist eure Sache, aber ich sage ganz ehrlich, nachdem, was Rezo wieder rausgehauen hat, für mich ist die CDU und irgendwie auch die SPD keine Option mehr. So leid es mir tut, das sagen zu müssen, aber wie gesagt, das war es dann auch an Politik und jetzt wieder back to topic. Ich habe immer Imponierspree Das ist auch schön. Das imprägniert mich aber überhaupt nicht, Mario. Das war auch so ein, so ein blöder Spruch aus den 90ern. Ne? Äh, guten Morgen, Schwerträger und Chat. Und äh, Onkel Pippi, ich äh, kling mich mal ein. Wir sind doch alle Schauspieler in irgendwelchen Situationen. Jens, das stimmt. Das stimmt. Also, äh, es gibt die, die äh, sogenannte Notlüge. Und da gehört eben halt dieses: Wie geht es dir gut? Äh, dazu. Und. Äh, das machen wir ja auch, im anderen, äh, dass es das anderen eben halt auch gut geht. Ne? Also, aber wie gesagt, das Schauspieler-Ich vor der Kamera ist definitiv vorhanden. Das geht auch gar nicht anders. Okay, du hast recht, diese Momente gibt es tatsächlich. Und die wirst du auch vor der Kamera haben. Rockzwerg, ich weiß nicht, wie lange streamst du jetzt schon? Ähm, du bist seit 3,3 Jahren registriert, du hast 700 Follower. Ich schätze mal, mindestens seit zwei Jahren streamst du schon, wenn ich vielleicht sogar von Anfang an. Aber. <laughs> Ganz ehrlich, du wirst auch Leute kennengelernt haben, auf die du keinen Bock mehr hast. Und die tauchen trotzdem bei dir auf. Und dann sagst du nicht, ey, was willst du denn hier? Ne? Dann sagst du, moin, schön, dass du wieder da bist. Ne? Also, du lässt es dir nicht anmerken. Uh, das Anpassen an eine Gruppe ist ja evolutionstechnisch begründbar und notwendig. Foto Jürgen, sehr schöne Aussage. Klar. Die Fünf, moin. Oho, was passiert? Hab nichts mitbekommen, falls das es gerade schon erklärt hast. Also ich war krank. Also ich wollte jetzt nicht großartig drauf eingehen, Meter 80, aber ich habe mich nicht gefühlt, so habe ich das jetzt heute Morgen gesagt und äh, musste deshalb den Stream eben halt absagen. Und mir geht jetzt aber wieder gut. Also na, bis bis Freitag war echt noch scheiße. Und jetzt geht es mir wieder gut. Also es geht mir so gut, dass ich Samstag sogar schon wieder in den Hansa-Park komme. Und damit haben wir wieder ein schönes Thema. Denn ich habe meine neue Saisonkarte abgeholt für 22 Und das bedeutet, nächstes Jahr wird es höchstwahrscheinlich IRL-Streams aus dem Hansa-Park geben. Und da freue ich mich riesig drauf. Ich habe Briefwahl gemacht. Gina, sehr schön. Spiritualität und Bewusstsein sind schöne Themen, aber Religion und Politik sind uns ja schwierig. Ken Sonic ist einfach so. Und ich bin auch eine schwierige Person, was das angeht. Also, wie gesagt, ich bin da vehement einer Meinung. Ich habe ja nun eine Nachricht, die ich hier ähm, kundtue im Stream. Ansonsten halten wir uns ja raus mit dem ganzen Kram. Irgendwie möchte ich, dass der Rahmen mehr zu sehen ist. So, muss man rüberrutschen. Ähm. Und äh, wie gesagt, Politik und Religion bringt immer nur Streit, weil ich eben halt auch sehr vehement meine Themen dann verteidige. Äh, zur Wahl sollte man eh gehen, also sonst darf man sich äh, nicht beschweren. So genug, ja. Äh, Capacity, moin. Genau, äh, schaut die drei Resus-Videos vor der Wahl. Auch meine Empfehlung, wie gesagt, das ist keine Politik, das ist einfach nur eine Empfehlung jetzt hier. Ich kann euch wirklich nur die Empfehlung geben, schaut euch die Reso-Videos an. Ähm, man muss Reso nicht mögen, man muss seine Friese nicht mögen. Ich persönlich hatte tatsächlich bei dem letzten Video überlegt, ob ich nicht mal eine Erwachsenenversion davon rausbringe oder einfach äh, sie neu synchronisiere, damit auch die alten Säcke, nämlich meine Generation, das versteht, was er da sagt. Ich musste tatsächlich nachgoogeln, was Lel bedeutet. Ähm, wer weiß es im Chat? Warum sagt man jetzt Lel und nicht mehr Loll oder Lull? Würde mich mal interessieren, äh, wer das von euch weiß. <laughs> Marias TV, guten Morgen. So richtig verstellen tue ich mich eigentlich nur, wenn es äh, um meine Schule, in die Schule meiner Kinder geht. Elternabend und so, fällt mir aber schon etwas schwer, weil ich ansonsten gelernt habe, einfach ich zu sein. Beim letzten Elternabend ist es meinem Mann und mir etwas äh, schwer gefallen, ernst zu bleiben, weil wir zeichnen mussten. Okay. Ich habe schon Lull nicht verstanden. Ja, Lull ist, glaube ich, nur reingesetzt worden wegen Twitch, weil die einfach was anderes haben wollen Also keine Ahnung. Aber Lull ist ja Laughing oder Laughing out loud, also Lache aus laut. Ne? Deswegen kann ich lull ja noch verstehen, wenn man es ins Deutsch übersetzt. Ähm, du hast es auch nicht verstanden. Sehr schön. Also Lel ist im Prinzip das neue LOL. Und warum ist es das neue LOL? Weil League of Legends, deswegen haben sie es geändert. Ne? Damit das nicht verwechselt wird mit League of Legends, nennt man es jetzt Lel. Ich persönlich kann damit überhaupt nichts anfangen, aber egal. Ähm, muss die Jugend halt selber wissen. Also, Fakt ist jedenfalls, es waren wieder sehr, sehr viele Anglizismen eben halt drin. Und ich bin der Meinung, Rezo, ich finde das toll, was du machst. Rezo, das ist spitze, wirklich. Das ist super, was du machst. Ich feiere deine Videos und ich teile sie auch auf Twitter und so weiter. Und ich bin der Meinung, jeder sollte sie gesehen haben. Aber. Die wichtige Generation, die erreichst du damit nicht, weil die sagen, was ist denn das für ein Kasper? Verstehst du? Das ist halt die Generation, meine Generation, die eben halt sagt, was ist denn das für ein Kasper mit dem blauen Schopf da, ne? Ich sag, ein Videhub oder sowas in der Art. Die verstehen dich nicht. Und die musst du erreichen oder die solltest du erreichen, sagen wir es einfach so. Und deswegen hatte ich echt überlegt, ob ich ihn nicht mal frage, sag mal, soll ich das Ding mal neu synchronisieren praktisch? Ähm, denn äh, ich glaube, das ist für viele eben halt ein Problem, wenn sie "lel", wenn sie "literally" hören und so weiter und so fort, dass die einfach nicht wissen, was soll der Blödsinn, ne? Und und äh, dass die das anstrengt und nervt eben halt. So mein 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 Gedanke dazu. <laughs> sind ja auch ein paar Ältere dabei. Andi, wie siehst du das? Sorry, dass ich dich jetzt geoutet habe. Aber das hast du schon selbst häufig genug gemacht. Äh, Menschen, die ein Suchtproblem haben, sind die größten Schauspieler. Ich bin trockener Alkoholiker und äh, konnte sowas von Schauspielern, wo ich noch getrunken habe und der meiste gelogene Satz ist auch mir geht es gut. Ja, das stimmt. Einen schönen guten Morgen und Wochenstart. Steel Magic wünschen wir dir auch. Eine Leihfahrt aus dem Kern. Dann komme ich nicht rein. Das klingt jetzt bescheuert, aber dafür bin ich zu dick. Ich kriege den Bügel nicht so. Na, einerseits wegen meiner strammen Schultern und andererseits wegen der Plauze, die da im Weg ist. Und ich bin einfach zu groß, 1,96. Ich komme da nicht rein. Ich kann Kernern leider nicht fahren. Obwohl ich genau auf die Dinge eben halt stehe. Ich kann auch nicht sehr viel fahren, fahren. Es wird also mehr ein Spaziergang sein. Aber ich mag unheimlich gerne Freizeitparks. Und deswegen ähm, habe ich mir auch die Saisonkarte jetzt wieder geholt. Und äh, da ihr wisst, dass ich der Schnäppchenonkel bin, bin ich jetzt losgegangen aufgrund der Tatsache, dass eben halt äh, am 18.09. der Saisonstart 22, also der Saisonkartenverkaufstart 22 angefangen hat. Und das äh, Schöne ist dann, man kann an dem Tag kostenlos in den Park, wenn man sich die Karte holt. Und man kann bis zum Ende der Saison weiterhin kostenlos in den Park. Das heißt, ich habe praktisch dieses und nächstes Jahr jetzt noch den Hansa-Park. Und äh, so macht sich die Karte einfach äh, bezahlbar. Die kostet jetzt 90 Euro pro Person. 45 kostet der Par Parkeintritt. Das heißt, gehst du dieses Jahr noch zweimal rein, brauchst du nächstes Jahr nur einmal reingehen und es hat sich schon äh, gelohnt, die Karte. Und deswegen holen wir uns immer alle zwei Jahre eine Saisonkarte. So, ähm, warst du schon mal im Heidepark und welcher der Parks äh, findest du von den Attraktionen am besten? Disneyland. Wenn du mich so fragst, dann ist es Disneyland, äh, sowohl Paris, wobei Paris nicht so viele äh, Souvenirs hatte, aber Amerika und äh, im Allgemeinen sind Disneyland äh, die Disneylands die schönsten Parks. Ähm, dann finde ich Heidepark auch sehr schön. Was ich nicht mag, ist, aber das liegt halt an den Lizenzen. Ähm, dass die halt ihre eigenen äh, ja, Figuren da haben. Das, da kann ich halt nichts mit anfangen. Was ich aber sehr schön fand, wenn ihr euch das mal anschauen wollt auf Instagram. Ich habe ja ein paar Poster, äh, Fotos auf Instagram gepostet, so wollte ich das sagen. Mal gucken, <laughs> ob ich das jetzt richtig eingestellt habe. Gehen wir mal auf mein Profil. Ja. Und da ist es auch schon. Also erstmal wunderschöner Hund. Den sollten wir an allererster Stelle erstmal angucken. Meine Joey. Uh, Habe ich die jetzt eingesperrt? Ah, ne, die ist nach unten gegangen. So, also hier, das sind die Fotos vom äh, Hansa-Park. Schauen wir uns auch gleich an. Was wollte ich jetzt eigentlich zeigen? Äh, Augenblick mal kurz nachlesen. Ähm, <laughs> Heidepark, ach so. Äh, also, wie gesagt, diese Figuren. Und was ich euch zeigen wollte, was ich sehr schön finde, was jetzt, also erstmal dieses hanseatische Flair, was jetzt rüberkommt, wenn man reinkommt, das waren früher alles so Flachbauten am Eingang. Das ist jetzt, wie gesagt, das Holzentor und drumherum eben halt auch die alten Kontorhäuser. Und das finde ich super schön. Also, dass sie jetzt hier diese, diese Flaggen an den Laternen mit angebracht haben, die siehst du überall im Park. Und das macht unheimlich Flair für mich aus, eben halt. Und äh, erinnert mich dann doch sehr an Disneyland. Ähm, so, da sind wir zu dritt in der Bahn, in der Bimbelbahn. Die Westernstadt natürlich. Ähm, ja, das mag ich auch unheimlich gerne. Die Schiffsschaukel äh, finde ich heute noch klasse. Vor allem kann ich da noch mit meiner dicken Plauze rein. Und äh, ja, hier aus dem Aussichtsturm. Es gibt auch ein äh, Video auf YouTube, das ich gepostet habe ähm, von dem Aussichtsturm. Ja, Kettenkarussell komme ich leider auch nicht mehr rein. Mein Arsch zu dick halt für. Und äh, ja, das war der Besuch im äh, Hansapark und hier noch so ein kleiner Schnappschuss. Ähm, Finde ich einfach mega, wie das Wasser hier einfach wegspritzt und man niemanden mehr erkennt. <laughs> So, lesen wir weiter. Also wie gesagt, Heidepark finde ich auch klasse, vor allem wegen der Holzachterbahn, kann ich auch wieder nicht mitfahren. Und da war ich bei weitem noch nicht so dick wie ich jetzt bin. Ähm, und äh, ich kriege den Urteilen halt nicht zu. Also deswegen, also auch die, wäre ich wahnsinnig gerne mitgefahren, konnte ich aber leider nicht. Ist sie eigentlich mittlerweile wieder auf? Die war gesperrt wegen Umbauarbeiten und äh, Sanierung und so weiter. Das hat sich ja Jahre hingezogen mit dem ganzen. Ähm, schauen wir weiter. Im Hansapark war ich als Kind Teenager jedes Jahr mindestens viermal. Ich habe es geliebt. Frau Gritzegrün ich, ich darf Frau sagen, ja. Ähm, äh, als Kind habe ich gesagt, irgendwann werde ich hier hochziehen und dann werde ich mir eine Saisonkarte holen, dann werde ich jeden Tag im Park sein. Äh, ich bin irgendwann hier hochgefahren, ich habe mir die Saisonkarte geholt und äh, teilweise war es so, dass ich wirklich nur einmal im Park war. Ähm, so verändern sich eben halt die Prioritäten. Als Kind war es was anderes, aber ich finde, bis heute ähm, mag ich einfach Freizeitparks. Ich liebe Freizeitparks und wenn es nur da drin spazieren ist. Äh, deswegen mag ich auch Planet Coaster so gerne, das Spiel aber nicht dazu es zu spielen, aber ich finde das einfach klasse, dass man da seinen eigenen Freizeitpark einfach mitgestalten kann und das mit den echten Karussells eben halt. Deswegen diese neue ähm, äh, Theme-Park-Geschichte, die da kommt mit diesen Fantasy-Karussells, das ist nicht meins. Äh, Politik, Religion und Soziales äh, sind kritische Diskussionsthemen und nicht jeder kann diskutieren. Leider ja, der Gimbi absolut. Ich habe schon Loll nicht verstanden, LIL habe ich bei Rizo auch nicht verstanden, das habe ich gelesen. Äh, musste Lel auch googeln. Rizo hat auf jeden Fall durch Twitch und nochmal seine Sprache etwas angepasst. Ich glaube, Lel ist tatsächlich eher durch die Gaming-Szene entstanden. Das kann sein, ja. Also wie gesagt, ist wegen LOL. Ähm, äh, Lel ist auch unpassend, ist ja dadurch keine Abkürzung mehr. Äh, LOL ist und bleibt für mich immer Lens of Lore, okay. Ich kenne nur Lord of the Rings. Lel, Leute essen Lebkuchen. Sehr schön. <laughs> Hirsch und Hirsch, moin, schön, dass du wieder da bist. Äh, Lostrommel Gaming, moin. Amazone Berlin ist auch wieder da. Dürer LP, moin. Ihnchen, habt ihr euch alle verabredet? <laughs> Sam, Sambenip, moin. Vom 28.09. bis 30.09. bin ich im Disneyland Paris. Viel Spaß. Genießt die Zeit. Ich äh, fand es super schön da. Wie gesagt, die Souvenirs sind leider nicht so toll wie in Amerika. Wir waren einen Tag alleine in dem Park und äh, sind nur von Souvenirstore -Stor zu Souvenirstore gelaufen und hatten unseren Spaß. Und auch in Disneyland Paris kann man das einen Tag praktisch machen. Deswegen haben wir damals drei Tage genommen. Einen für den normalen Park, einen für den äh, Adventure Park und einen Tag, wo man das aufholt, was man nicht geschafft hat am ersten oder äh, Tag in dem einen oder anderen Park eben halt. <laughs> äh, das letzte Mal mit sieben da gewesen, heute bin ich 35. Ja, ich bin zum Beispiel irgendwann mal im Lo Legoland gewesen. So, was ich aber nicht verstehe ist. Ähm, es muss Legoland Dänemark gewesen sein. Ich weiß aber nicht, wie ich da hingekommen bin. Warum ich der Meinung bin, dass es Dänemark war, weil man konnte da einen Führerschein machen. Und äh, vorher war Hansapark Legoland. Das kenne ich aber nicht mehr. Also ich kenne Hansapark nicht, als es noch Legoland war. Äh, und das verwirrt mich total. Also Hansapark ja, kenne ich, aber ähm, Legoland keine Ahnung, wieso ich das kenne und wann, wann ich da war. Ich weiß nur, damals im Legoland habe ich Abo Simbel das erste Mal gesehen und gesagt, das möchte ich irgendwann mal live sehen. Habe ich ja dann auch, 2019. Und Also, das will, will ich auch noch mal unbedingt sehen, Billund, Und ob es jetzt wirklich Bill und war, wo ich war, und mich dann frage, wieso war ich da? Ich habe keine Ahnung. Bin gespannt. Das sind, äh, das letzte Mal sind wir mit sieben da gewesen. Und das hatte ich gelesen, genau. Äh, damals gab es eine Aktion, wenn man eine Bewerbung abgegeben hat im Hansapark, glaube damals glaube ich noch Hansaland. Für mich ist auch immer noch das Hansaland. Äh, da hat man äh, eine Freikarte per Post geschenkt bekommen. Äh, weiß aber nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube nicht. Damals war es auch so und ich weiß auch nicht, ob das immer noch so ist, dass die Anwohner äh, in der unmittelbaren Umgebung äh, Freikarten bekommen hatten wegen der Lärmbelästigung. Äh, ob das immer noch so ist, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ich bin auch schon 40 Plus, äh, schau Rezo und ich liebe es. Äh, schau aber auch Anni, ähm, Gnu, Monte, Gronk und viele mehr auf Twitch. Das hat äh, TV bei mir abgelöst bezüglich Rezo. Ich glaube, meine Generation entdeckt diese Parallelwelt langsam, aber und auch Menschen wie Meischbegger hat ja Rezo schon in den Fragerunden mit eingebunden. Ich glaube, vier Millionen Aufrufe. Kann man nicht weglaufen, es sei denn, man ist ein äh, Minister. Ja, und das ist eben halt das Problem, äh, Foto-Jürgen. Er erreicht mit diesen vier Millionen, aber die falsche Zielgruppe, die wichtige Zielgruppe, und jetzt sind wir fast schon im politischen Bereich wieder, ist eben halt zwischen 50 und 60 und die erreicht er nicht und aufwärts. Und äh, das sind auch die, die hauptsächlich wählen gehen. No? Und äh, die. Sollte er erreichen. Die muss er erreichen, damit das klappt. Und ich wünsche, dass das klappt. Also, dass er einen Impact eben halt hat auf die Politik. Ich meine. Nein, ich will nicht über Politik reden. Sorry. Es tut mir leid. Äh. Wir waren gerade letzte Woche im Heidepark, eine Freundin meinte, ihr gefällt Hansapark besser als der Heidepark. Das ist immer so, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ich mag den Heidepark lieber, der ist halt für mich weiter weg als der Hansapark. Ähm, wobei der Hansapark ordentlich aufgeholt hat. Ne? Also die haben jetzt wirklich ordentlich Attraktionen, die äh, den Heidepark doch interessanter machen. Was ich schade finde, ist, es gibt noch eine einzige Attraktion, glaube ich, äh, im Hansapark, die äh, aus alter Zeit besteht. Also außer jetzt Kettenkarussell und äh, Kinderkarussell das ist so ein, so ein, so ein äh, Kraken-ähnliches Ding, das steht gleich am Anfang, und die Autoscooter natürlich. Und die anderen alten Rides, die haben sie alle abgeschafft, vom Fliegenden Teppich über Ranger, über ähm, ich glaube, Starlab oder so hieß das also so ein Ding, was im Looping immer gemacht hat, die sind alle weg und die sind auch im Heidepark alle weg und das finde ich sehr schade. Ähm, denn die habe ich sehr, sehr gemocht und aber ist natürlich klar, und ich kann auch verstehen, warum die weg sind: keine Ersatzteile mehr. Noch. Die Dinger werden halt nicht mehr hergestellt und es gibt keinen Ersatzteile und deswegen müssen sie irgendwann weg, weil sie unrentabel sind. Schiffschaukel wird mir immer schlecht. Nee, also mir macht das echt Spaß. Ich mag dieses Kribbeln einfach. Hast du letzte Woche Intervallfasten nach wie vor gemacht oder hast du eine Pause gemacht, weil es dir nicht gut ging? Ich habe an einem Tag eine Stunde früher angefangen zu essen, weil ich äh, mega Kohldampf hatte und den Tag davor auch wirklich schon um 14 Uhr nichts mehr gegessen hatte. Und einen Tag habe ich eine Stunde länger gegessen, weil ich einfach zu viel Kohldampf noch hatte und äh, den Rest des Abends nicht mit knurrendem Magen da sein wollte. Ansonsten habe ich es eingehalten und bin auch nach wie vor dabei. <laughs> Ja, Kolossus ist offen, sehr schön. So ihr Lieben, ich hau mich mal aufs Ohr. Nachtschicht eben. Cooper, gute Nacht und schön, dass du hier warst. Dino Skillung, guten Morgen. Alminada, guten Morgen. <laughs> äh, ich muss noch so viel an Freizeitsparks äh, nachholen, war noch in, nicht in so vielen Moviepark, Fantasialand, Toverland und Efteling. Phantasialand war ich echt enttäuscht von. Also da habe ich so viel von erwartet gehabt, da hatten mir meine, meine Verwandten, also Cousinen und Cousins, die da unten wohnen, die haben so viel Tolles von Phantasialand erzählt und dann kam ich da hin und ich war irgendwie nur enttäuscht. Also das einzig Tolle war damals diese Geisterbahn, wo man eben halt durchfährt und dann zwischen sich ein Geist sitzt. ich glaube ihr wisst, was ich meine. Ähm das fand ich nicht so doll. Movie Park, Tuvaland und Efteling kenne ich nicht. Wo ich jetzt noch gerne hin möchte, ist ähm, Tivoli Park in Stockholm, ist der, glaube ich. Den würde ich auch noch gerne sehen. Also, das ist, glaube ich, auch ein sehr schöner Park. Wird WoW demnächst auch anders heißen, weil es die Abkürzung für World of Warcraft ist? Eine gute Frage. Zambinib. Äh, habe ich das schon mal Lord of the Lost gehört? Nee, überhaupt nichts. Lord of the Lost bin ich selbst. <laughs> so... Um, wir sind im Marvel Hotel, weil ich so ein riesiger Iron Man äh, Fan bin. Oh, da musste ich mit äh, Sven Dorauer zusammentun, der ist auch riesiger Iron Man Fan. Und weil ich Geburtstag habe am 29.09., die Figürchen, die man äh, schon jetzt auf den Bildern sieht, haben es mir schon angetan. Also, wie gesagt, Disneyland ist der Hammer. Und äh, im Park selber Hotel haben wir nicht gemacht. Also, ich hatte da Schnäppchen Onkel natürlich was Günstigeres rausgesucht gehabt. Aber ich hätte mal Bock in äh, Star Wars Edge of the Galaxy, dort eben halt auch dann wirklich, äh, wirklich im, im Star Wars-Bereich dann eben halt zu übernachten. Hansa Land hieß es auch einmal, genau die Line. Und so ist das halt mit alten Begriffen. Äh, habt ihr mitbekommen, wo ich das gerade fragen kann? Dänisches Bettenlager wird umgenannt in Jusk oder so heißt es jetzt. Also J-Y-S-K glaube ich, wenn es richtig in Erinnerung ist. Und. Was glaubt ihr, wie lange wird der Begriff dänisches Bettenlager noch bei uns verwendet werden, bevor wir uns irgendwann sagen, okay, es heißt jetzt Jysk? Jetzt habe ich vier verschiedene Vergleiche. Sagt ihr immer noch Reider? Nein, wahrscheinlich nicht. Also tatsächlich hat man sich an Twix ge gewöhnt. Ähm, aber wir sagen zum Beispiel immer noch drüben oder DDR, und das ist auch schon 30 Jahre her und deswegen glaube ich, das wird Ewigkeiten dauern, bis wir den Begriff dänisches Bettenlager verlernt haben. Das wird erst, glaube ich, mit den Generationswechseln passieren, weil die dann ständig fragen, was ist denn das dänisches Bettenlager? Dieses wie heißt es äh, Jusk? ne? <laughs> Habe ich mich gerade in die Luft gesprengt? Vielleicht DJ Hadley? Hansapark war Malegoland am ähm, Watt. Äh, ich war nur als Kind in Billund und äh, ich gehe auf die 50 zu. Hunter, schau mal nach. Schauen wir nach. Ähm, wenn du Wikipedia, Hansaland, sagen wir noch eine D das zu packen. Hansapark Wikipedia Geschichte, Legoland auf dem Areal. <laughs> Ein bisschen größer für euch machen, damit ihr auch was lesen könnt. Auf dem Areal entstand zunächst 1973 das erste deutsche Legoland, das von dem Bauunternehmer Hans-Peter Rüster errichtet wurde. Aus 28 Millionen Kunststoffbausteinen äh, des dänischen Spielzeugherstellers Lego wurde ganze Städte im Miniaturvermarkt von Rüdesheim äh, am Rhein bis zur Skyline von New York nachgebaut. Blablabla. Blub. Also einfach ähm, Wikipedia nachlesen, ist tatsächlich so. Hansaland war Legoland. Und dann wurde es Hansaland. Und der Name wurde, soweit ich weiß, geändert, weil alles. Park hieß, also Heide Park und so weiter. Und deswegen haben sie das in Park benannt. Wir gucken mal kurz hier. Wurde Hansa dann in Hansa Park benannt? Steht aber nicht dabei. Keine Ahnung. Steht auch drin, dass 1994 auf die delfin verzichtet wurde. Das Delfinarium steht ja heute noch da drin. Kann man schön vom Aussichtsturm aussehen. So. DJ Winston Price. Guten Morgen. Schön dass, du, schön, dass du wieder da bist. So, ähm, und vermutlich muss ich erstmal wach werden. Alles gut. Sascha, guten Morgen, werter Onkel, und schön, dass du wieder da bist. Moin, liebe Pipi piraten und äh, einen schönen Start in die Woche. Wünschen wir dir auch, Sascha. So, Loben, Respekt hast du, dass du das äh, durchhältst? Wie? Was? Was durchhalte? Bei Ritter fehlt mir gerade der Zusammenhang. Ich finde den Europapark klasse. War ich leider noch nicht. Wie gesagt, also ich mag Freizeitparks und ich würde sie alle besuchen, wenn ich könnte. So, das Beste, woran ich mich erinnere, ist der Europapark. Achso, Moment, mal, Moment, Moment. Ganz ruhig, Onkel. Ich war zwar nicht da, aber ich kenne ihn, weil Digitalwelt Online ständig aus dem Europapark streamt. Und wenn das nicht äh, im absoluten Südzipfel der Bar Republik wäre, würde ich ihn auch schon besuchen. Also ich habe schon gesagt, wenn ich mal irgendwann auf der Ecke bin, dann werden wir gemeinsam in den Europapark gehen. Aber das ist momentan bei mir einfach nicht auf dem Zettel. Ne? Ähm, aber DigitalWelt Online streamt sehr häufig aus dem Europapark. Der hat auch ein komplettes äh, Setup für mit Live-View und so weiter. Ich überlege aktuell mir die ähm, neue GoPro 10 zu holen. Habt ihr gesehen, wie die stabilisiert? Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer, also wirklich unglaublich. Die haben so Boote mitgeschickt, so kleine Speedboote und ihr seht, wie die Wellen sich bewegen und wie das Ding eigentlich hoch und runter hüpft und der Horizont bleibt gerade. Einfach genial. Deswegen habe ich richtig Bock auf die, aber ich warte noch mal ab, was so die Berichte sagen, vor allem bei Streaming, a wie es mit der Akkukapazität aussieht und b wie es mit der Hitzeentwicklung aussieht. Das war ja bei der 9 und bei der 8 ein sehr großes Problem. Auch die 7er hatte glaube ich ein Hitzeproblem. Das Beste, woran ich mich aktuell erinnere, ist der Europa-Park, da gibt es die Silverstar diese Silver Star der Formel 1, der hat mich, vom, äh, die hat mich vom Hocker gehauen. Okay, alles klar. 130 Kilometer, 63 Meter hoch. Achso, äh, die, die Achtermann, alles klar. Schlaghahn gibt es einen äh, schönen äh, Freizeitpark, ist in Holland. Okay. <laughs> Taron ist im Phantasialand, ist mega zweifache Beschleunigung vom Feinsten. Ja, mitbekommen, der Name ist wohl ewig noch äh, verwendet. Äh, Glaube ich auch. Das mit dänischem Bettenlager, das, das, die nächsten 20 Jahre werden wir das noch sagen. Dann werden die Kinder irgendwann sagen: oh, Das ist Jüks Papa. <laughs> Reiter sage ich immer noch. Echt? Ich sage tatsächlich mittlerweile Twix. Oder sage ich noch Reider. Ich weiß es gar nicht so selten. Aber auch Trets kennen ja auch einige von euch noch. Da sage ich auch mittlerweile MMs. Ne? Da sage ich schon lange kein Tretz mehr zu. Zumal es die ja mittlerweile wieder gibt. Und ich finde sie nicht mehr so doll. Damals war es so, dass ich die Treats lieber mochte als die MMs. Und mittlerweile hat man sich so an MMs gewöhnt, dass mir die Treats nicht mehr schmecken. Ich sage auch immer noch capri Sun. Wieso? Ach ja, das heißt Capri-Sun jetzt, ne? Ja, stimmt, denn So, ja, ich äh, wusste das, äh, wusste ich mit den umbenennen, aber ich denke, das braucht so fünf Jahre. Nee, ich glaube länger, Dino. Ich glaube wirklich, das dauert. Das dauert richtig, bis wir uns das angewöhnt haben. Dänisches Bettenlager bleibt ewig. Tritze heißen ja jetzt auch immer ganz genau. Mir könnte immer noch problemlos ein Reiter rausrutschen, mitunter auch rein. <laughs> ich habe noch nie Reiter gehört. Ich kenne es nur als Twix. Sehr schön. Bin 21. Echt? Uffi, oh, Ich hätte gedacht, du wärst so meine Generation vom Namen her. Da siehst du mal, was ein Name ausmacht. Die meisten werden gar nicht wissen, dass es das unbekannte, äh, unbenannte dänische Bettenlager ist, so wie ich. Und denken, dass die Pleite sind und da jemand Neues drin ist. Lupus Maeve, tatsächlich war das der erste Gedanke. Sind die aufgekauft worden? Sind die Pleite? Was ist da los? Und drinnen haben wir dann gefragt und dann hieß es ja, ja, ähm, nur in Deutschland hieß es dänisches Bettenlager. Überall heißen wir Yusk oder wie das heißt. Und äh, deswegen haben die jetzt das praktisch internationalisiert, was ja auch Sinn macht. Aber ich glaube, das wird Jahre dauern, bis wir das aus den Köpfen raus haben. Dafür ist dänisches Bettenlager zu präsent bei uns in den Köpfen. Und Bettenlager bleibt bei mir auch auf äh, sicher lange noch dänisches Bettenlager, ja. Onse, moin. Ria, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Äh, so, schauen wir weiter. Hammer, hat mich ja noch nicht damit äh, beschäftigt. Hanseland ist genauso alt wie ich, ist äh, 1977 eröffnet worden. Für mich gab es das halt, seit ich denken kann, ja. Ist bei mir auch absolut so. <laughs> Walter, das lag jetzt aber an dir, dass wir uns lange nicht gesehen haben. Schön, dass du wieder da bist. Moin. Äh, Blufiasco. Guten Morgen. Ja, der alte Mann braucht ein bisschen, bis er Leadspeak verstanden hat. Oh, da die Mods das jetzt nicht gelöscht haben, ähm, Tech Techna, ähm, ich habe gesehen, dass du schon länger dabei bist und äh, ich finde das ja auch schön, dass du möchtest, dass ich hier jemanden grüße. Aber jetzt stell dir mal vor, A, ah, es würde jeder machen. ja, äh, Wir haben das auch oft so, dass hier jemand reinkommt, der ist nicht mal Follower und will, dass jemand gegrüßt wird. Also ich musste jetzt auch erstmal nachgucken, weil dein Name war mir jetzt erstmal nicht so fort auf der Pfanne. Äh, weshalb ich verstanden habe, dass die Mods das erstmal gelöscht haben. So, die ist heute mit dir ein Jahr zusammen, das freut mich sehr, aber wie gesagt, tech, tech na, ich bin hier kein kleines Äffchen, so leid es mir tut und ich bin nicht dafür da, hier Grüße zu verteilen. Na, ich freue mich, dass du einschaltest und es freut mich, dass ihr glücklich seid. Und liebe Grüße an Manka, meinetwegen an dieser Stelle, das wird das einzige Mal gewesen sein und äh, bitte habt Verständnis dafür, dass die Mods hier in meinem Interesse agieren und äh, dass es deshalb gelöscht worden ist. Ähm. Wie gesagt, ähm, Panzer-Kitty hat es ja auch schon gesagt. Äh, da fühle ich mich wie ein kleines Äffchen. Ich meine, ich komme doch auch nicht zu dir hin. Hey, Tag, tech na, das ist meine Frau. Ich grüß die mal ganz lieb zu mir. Äh, von mir. Macht man einfach nicht. Also, wie gesagt, ich finde es nicht schön. Ich freue mich für dich und ich freue mich riesig, dass ihr Alter Einjähriges habt, aber das finde ich nicht schön. Tut mir leid. Äh, das ist doch direkt das perfekte Beispiel. Was ist Reiter ähm, War für das früher Twix? Genau, der Wally. Einen wunderschönen guten Morgen. Neuer Name ist, äh, wie ich finde gleichzeitig ein Neustart, äh, ist wie bei Twitch. Wieso? Ähm, du meinst wegen Justus TV oder wie es hieß, oder Justin TV? Justin hieß das mal, ne? No? Ähm. Also ich glaube nicht, dass das was mit Neustadt im Fall von dänisches Bettenlager zu tun hat. Es ist genau wie Twix, da ist es eine Internationalisierung gewesen. Also überall auf der Welt hieß es äh, eben halt schon Twix. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir machen es in Deutschland jetzt auch Twix. Warum man einen Namen äh, sowieso wählt äh, wie Raider, der ja auch irgendwo englisch ist, ähm, na? also keine Ahnung. Äh, die Aachener Volkszeitung wurde 1996 in Aachener Zeitung umbenannt. Bis heute ist mehrfach äh, zeitlich noch von der AVZ die Rede, obwohl das V längst passiert ist. Ja, und das Volksparkstadion, was jetzt auch irgendeinen äh, Sponsornamen hat. Ne? Schnapperwatch ähm, war letzte Woche im Serengeti-Park. Da war ich nie dabei. Meine Mutter ist da häufig hingefahren und die haben mir immer erzählt, dass die Affen da irgendwie äh, ziemlich frech waren. Aber ich war nie dabei gewesen. Jedes Mal, wenn die da hin wollten, war mir das einfach zu früh und ich habe keinen Bock gehabt. Aber wie gesagt, war ich noch nie im Serien-Getty-Park. Äh, so, ich werde jetzt mal langsam meinen Mann wecken gehen und frühstücken. Äh, danach äh, geht es wieder weiter mit der Arbeit. Ich hoffe... Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und einen schönen Start in die Woche. Inchen, dir auch schön, dass du da warst. Äh... Ja, es ist, ist wirklich so. Also, vielleicht wusste ihr es einfach nicht, deswegen, ich hoffe, ich, ich habe es noch einigermaßen freundlich dir mitteilen können, äh, Tech. Aber wie gesagt, das macht man nicht. Ähm, nein. Wir sind hier nicht beim Radio. Ja. Ich möchte meine Freundin grüßen und wünsche mir von Michael Jackson no, <kühm> Empathy Talk, moin. Ich finde es stark, dass es ab und an einen äh, Retro-Rider gibt. Ja, das finde ich auch klasse, dass sie Retro-Produkte rausbringen. Die hatten zum Beispiel von äh, Tetra, ich habe ja lange Zeit Fische gehabt, da hatten sie auch eine Dose rausgebracht, die genauso aussah wie äh, zu der Zeit, als mein Vater damals Fisch hatte, als ich noch klein war. Äh, die habe ich mir auch geholt, die habe ich auch heute noch. Und äh, von Ravioli gab es auch mal Dosen, die aussahen wie aus den 70ern. 50er, 60er, 70er haben sie, glaube ich, so eine Serie rausgebracht gehabt. Äh, das Volksparkstadion heißt doch inzwischen sogar wieder so. Ist das so? Also, ich bin kein Fußballfan, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Ist das nicht die Allianz-Arena oder sowas in der Art? Echt? So, wieso klingt mein Name? Wegen, äh, ach so, wegen äh, Popeye. Das auch. Popeye ist ja noch älter. Aber OP, okay, da denke ich in erster Linie an einen Opa. Ähm, mag vielleicht mein, mein, meine eigene Wandlung sein, aber irgendwie klang der für mich alte Name. Babscha, moin. denke mal, dass Text das nicht wusste, weil ich kein. Äh, halt kein Kanal, wo das gemacht wird, ja, gehe ich auch von aus. Also wie gesagt, ist auch nicht böse gemeint gewesen, aber ähm, ich hoffe, er hat da Verständnis für. <laughs> Namen sind doch Schall und Rauch. Ist das so? Ich weiß nicht. Also bei gewissen Sachen frage ich mich immer: Musste das jetzt sein, dass man den Namen ändert? Also im Großen und Ganzen hat der alte Name doch funktioniert. Also, warum da jetzt was Neues draus machen? Vor allem, da müssen die neuen sich, äh, müssen, müssen man sich erstmal an den neuen Namen gewöhnen. Das ist ja auch bei äh, Streamern äh, teilweise der Fall. Zum Beispiel Olli von Art in Games oder Art in Games Olli. Der hieß ja vorher Art in Games. War ein geiler Name. Hat mir super gefallen und hat sich dann in Olli umbenannt. Und ich war erstmal so, hm, ich weiß nicht, ob das gut ist, weil. Man hatte sich halt an Art in Games gewöhnt gehabt. Aber tatsächlich ist es natürlich der kurze, knackige, geilere Name Olli. Ne? Und es dauert ein bisschen und jetzt weiß man eben halt, jetzt ist es Olli. Ne? Also jetzt hat man sich dran gewöhnt. Aber ich tue mich immer schwer so mit äh, Namensänderungen. Also weiß nicht warum. AOL und so waren mal diese dauernden Namenswechsel, waren ja auch vollkommen albern, ja. Und vor allem die ganzen Verkehrsschilder mussten auch geändert werden. Ne? Allianz Arena äh, Onkel, das war. Aber einen Elefantenhaufen, in den du da getreten bist. Äh, ach nee, Allianz ist... Oh, Entschuldige. <laughs> ja, ich hab's jetzt gerafft. Äh, Allianz war München, ne? Äh, ja, kommt drauf an. Als Streamer kann, man Name, kann der Name Wunder bewirken. Ja, da ist es ja auch absolut vernünftig, wenn man zum Beispiel mal die Community fragt, was... Würdet ihr denn für einen Namen empfehlen? Nein, also ist wirklich so. Also äh, wenn der Name natürlich vorher vielleicht nicht ganz so gängig von der Hand ging, weil er was weiß ich Dödel 1588x unterstrich hieß oder so ähm, und jetzt einfach nur Dödel, dann kann ich es verstehen. Dann bin ich auch absolut dafür. Aber wie gesagt, wenn es ein alteingesessener, wenn Gronk sich jetzt auch mal umbenennen würde und würde sagen, ach, Leute, Gronk war eine schöne Zeit, aber ich möchte in Zukunft Range heißen oder Range. No? <laughs> um, wie würdet ihr das finden? Na, würdet ihr sagen, ja, Gronk, finde ich klasse. Jetzt wissen wir endlich deinen richtigen Namen und, und wir sprechen dich in Zukunft mit dem richtigen Namen an? Ne, Gronk hat sich so einge eingebürgert. Gronk ändert man einfach nicht. Holzdesign, danke für die lieben Worte. Moin. <laughs> Wenn aus dem Playstation-Stadion die Trolley-Arena wird, dann ist das für Fußballfans doch nur pure Negativwerbung, weil man nur darüber lacht und sich darüber lustig macht. Jetzt muss ich aber mal nachfragen, Spirit, heißen die wirklich so? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Olli ist halt immer mehr der äh, Name als der Alte, ähm, der eher eine Beschreibung ist. Olli ist halt mehr ein Name als der Alte. Ah ja, genau. Ja, aber wie gesagt, also ich, auch da habe ich mich am Anfang schwer getan. Mittlerweile habe ich mich aber auch an Oddi sehr gewöhnt. Also, sowieso. ne? Ähm, naja, ich sage, äh, ja, wir haben Einjähriges und dass du dich äh, vielleicht freust, dass ein paar bei dir ganz gerne zuschauen. Natürlich, hätte natürlich nicht dich, äh, dich nicht einbeziehen müssen. Äh, habe ich äh, mir nichts beigedacht. Tech-Techner, alles in Ordnung. Wir haben es ja jetzt auch geklärt. Ist alles gut, wie gesagt. Ich freue mich, dass du seit einem Jahr dabei äh, seid. Aber wie gesagt, das mag kein Streamer. Das, das hat immer sowas von. Ja, mach mal mein kleines Äffchen. Weißt du, das ist. In deinem Fall jetzt weiß ich, ist es nicht böse gemeint, aber das passiert halt. Es kommen Leute rein in den Stream und die sagen: Hier, grüß mal den und den. Und dann kommen wirklich von mir die Standardantwort, Ich bin nicht dein Äffchen. Ne? <laughs> Olli äh, kannte man halt auch schon vor als Olli, daher finde ich den Wechsel ist eh unproblematisch. Ja, ist so. Genau, was Ria sagt: Tech, mach dir keinen Kopf. Irgendwelche Einwände gegen Range? Überhaupt keine. Na, weil Spirit of Gronk wäre dann doch irgendwie sehr merkwürdig. <laughs> ich habe ewig gebraucht, mich daran zu gewöhnen, dass man mich mit meinem Künstlernamen anspricht. Jetzt ist das wie mein äh, Zweitname und ich nutze den sogar schon mal privat. Also für mich ist es nach wie vor ungewohnt. Ja, ich benutze den Namen zwar selber, Onkel Pippi halt, no? aber ich war ja beim Eregor, hatte ich ja auch erzählt gehabt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Und da wurde ich ja tatsächlich mal praktisch von Wildfremden auf aufmachen. Und das da vorne ist Onkel Pippi und ich, what? Und ich wusste nicht, dass da eine Gruppe von Twitch-Zuschauern eben halt ist, oder Twitch-Streamern sogar und ich wusste nicht, dass man mich eben halt so sehr kennt und das war für mich ein sehr ungewohntes Gefühl, sagen wir es einfach mal so. Es wäre für mich auch wahrscheinlich sehr ungewohnt. Nehmen wir mal an, es würde die Gamescom wiedergeben. dann wäre es für mich wahrscheinlich sehr ungewohnt, wenn mich da Leute auf einmal ansprechen: Hey Onkel Pipi und äh, ich bin der und der und ich gucke mal kurz, so weiter. Ähm, viele von euren Namen, die immer wieder regelmäßig hier auftauchen, die kenne ich, äh, tauchen, die kenne ich natürlich. Ne? Aber äh, ich kann halt nicht alle und ähm, also wie gesagt, es, es wäre möglich, äh, wäre merkwürdig eine Erfahrung. Ich kenne das aber wie gesagt schon. Also ich hatte das schon mal gehabt und ja auch da wurde ich auf einer Convention dann eben halt angesprochen äh, und was dann sehr merkwürdig für mich eben halt ist, wenn, also damals hatte ich wie gesagt einen Blog, wo auch sehr viel Privates eben halt drin stand und die Leute dich die dann privat ansprechen, sag mal, wie ist denn das mit deiner Schwester und äh, wie hat der Urlaub bei dir äh, ihr gefallen und solche Geschichten und du dich fragst, ich kenne dich gar nicht, wieso erzählst du mir hier gerade diese Geschichten oder fragst du mich das so? Und natürlich, klar, für die ist das natürlich dass der, der Anhaltspunkt dann, weil das ist das, was sie mitbekommen haben. Genauso wie ihr jetzt eben halt fragt, geht es dir wieder gut, ähm, weil ich eben halt anderthalb Wochen ausgefallen bin und das finde ich auch lieb und fürsorglich, aber hier jetzt im Chat ist es völlig normal, ja, weil das, das kenne ich halt. Aber würde das auf der Straße passieren, dass mich jemand auf der Straße anspricht, hey, ich habe gesehen, du warst krank und so, wie geht's dir? Da würde ich erstmal sehr merkwürdig gucken, ne? ähm, ich, ich weiß nicht, ist schwer zu beschreiben. Ich, äh, Ria, du kennst das äh, vielleicht auch, weil du hast bestimmt schon auch, ähm, Leute kennengelernt als äh, jemand aus der Art-Szene, ist das ja wahrscheinlich häufiger genau das gleiche wie äh, Vincent Price. Du wirst das auch schon haben. Also wie gesagt, du hast dich ja schon daran gewöhnt, sogar an deinen Künstlernamen, aber bei mir ist es eben halt so. Also auch wenn ich den seit, seit 20 Jahren oder 26 Jahren von meinen Nicht- nur Neffen kenne, wenn mich irgendjemand anders damit anspricht, das ist es immer noch merkwürdig. So. Uh, ich dachte immer, ich uh, hieß uh, Gregor Onk. <laughs> um, uh, da, 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 da. Viking HD, Guten Morgen. Ja, uh, Ria, da ist die Frage ja dann: Wäre Ria frei? Einfach nur Ria, kurz, knackig. Ich meine, ich mag auch Ria Starschild, aber Ria, kurz, knackig. Wir haben unseren Sohn nach Grong benannt. Ein, äh, nein, nicht Gronk, sondern Erik. Okay. <laughs> so lange kennt ihr den schon. Wie alt ist ihr, äh, euer Sohn, wenn ich fragen darf? Also, für mich ist ja Gronk auch eine relativ neue Erfahrung äh, gewesen. Wie gesagt, ich habe den irgendwann mal durch Marvin Clifford. Ähm, kennengelernt und äh, da habe ich dann erstmal geguckt, wer ist das überhaupt? Weil Marvin hatte damals da so einen so Fass aufgemacht, so von wegen oh mein großer, äh, mein großes Vorbild und mein Star und so. Und dann war wohl Gronke in irgendeinem Interview, also ich habe das noch wie heute in Erinnerung. Und ähm, ja, war im Interview und sieht auf einmal Marvin in der Menge und lässt sofort die Reporter stehen. Marvin Clifford Schreiter und geht auf ihn direkt zu. Und Marvin natürlich. Äh, 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 und auf einmal war Marvin der Star. Und äh, da ich damals Gronk, wie gesagt, nicht kannte, habe ich gesagt, also nur so zum, zum Vergleich: für mich bist du der Star. Ne? Also, wie gesagt, ich mag ja seine Illustrationen unheimlich gerne. Und äh, so ist, hat eben halt jeder seinen Star. Ne? Also, ich habe ähm, mir Pixels die Woche auch wieder angeschaut gehabt. Und da gibt es ein Foto von, ähm, von Adam Sandler und den äh, Erfinder von äh, Pac-Man. Und du siehst also, wie praktisch Adam Sandler, der Fanboy ist, der das Foto mit dem anderen machen möchte. Und äh, das finde ich echt immer faszinierend, wenn, wenn der Star praktisch zum Fanboy des anderen Star wird. Das finde ich irgendwie lustig. Äh, Fox, guten Morgen. Quack, wir mögen deinen Stream und Punkt, äh, du bist nicht äh, unser Äffchen. Tag, alles gut. Alles gut. Wie gesagt, ich denke, wir haben es mehr als genug geklärt. Genießt auf alle Fälle euren Tag. Ja? Äh, Spirit Playmobil, nicht Playstation. Das äh, Stadion entführt seit äh, jeher äh, der Ronnhof. Wurde damals äh, dermaßen verschandelt. Erst Playmobil, dann Trolley. Viele warten angesichts dessen nur noch auf äh, ein Stadion namens äh, Punika Oasis. <laughs> Finde ich irgendwie cool, den Namen. Ähm, ich werde meinen Namen ändern in äh, der große Bruder von Onkel Pippi. Okay. Aber du hast mich falsch geschrieben. Ich werde doch mit einem P geschrieben. So. Ähm, Großonkel Pipi, genau. Äh, in den Anfängen habe ich sogar null daran, äh, darauf reagiert und nicht äh, gemerkt, dass ich gemeint war. Ja, und deswegen habe ich mir ja den Namen ausgewählt, damit ich eben halt reagiere. Sorry, mir krabbelt das Ohr. Ähm, bei mir war das halt so. Ich wusste ja, dass ich auch mit anderen spielen werde on-Stream. Es, es war ja ursprünglich ein äh, Spielestream eben halt. Und äh, da habe ich gedacht, dann will ich nicht, dass irgendjemand sagt, ey RetroPixel, ey Captain Pixel. Zum Schluss wird es eh nur noch die Abkürzung, ey Captain oder so. Captain, mein Captain. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ich will gleich Namen haben, auf den ich höre eben halt. Und mein Gamer-Tag, der wurde immer abgekürzt mit Hans. Ne? Hansa Art war und Hans äh, wurde dann draus. Und äh, da habe ich gesagt, nee, das gefällt mir auch nicht. Ich möchte nicht Hans heißen. Und <laughs> deswegen äh, habe ich mich dann für Onkel Pipi entschieden. Und das war eine gute Entscheidung. Also ich bin sehr zufrieden bis heute damit. Ria ist für mich mein zweiter Realname, äh, den ich sogar gerne im Pass stehen hätte. Versuche es. Wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, ähm, aber versuche es. Versuch macht klug. Der Vincent Price kann dir da vielleicht helfen. Der hat einen Künstlernamen im Pass drinne stehen. Uh, JK ist ein wunderschönen guten Morgen. Fand ich sehr klasse mit dem TED Talk, also habe ich mich sehr gefreut über die Nachricht. Uh, glaube, drei Buchstaben sind zu kurz als Username. Ist das so? Ich überlege gerade. Fällt auch keiner ein. Voll faszinierend, das stimmt. Am Ende sind uh, sie alle Menschen so mega genial, ja. Kannte Marvin auch schon vorher und fand es so schön, als die beiden äh, was zusammen gemacht haben und Marvin auch seine Zeichnungen für Gronk gemacht hat und so. Macht er ja immer noch. Also, wie gesagt, das Overlay ist ja auch von Marvin. Und äh, vom Podcast ist das äh, die Zeichnung von Marvin. Und er ist jetzt auch wieder bei Horde dabei. Ne? Horde 2 kommt ja jetzt. Und äh, Liza Grimm ist zum Beispiel auch dabei. Na, also unbedingt schauen das nächste Mal. Und äh, das letzte Mal war ja wohl schon der Krach. Ich habe leider nur immer reingesappt, äh, weil wie gesagt, Wochenende, die Zeit gehört meiner Frau. Und, aber das war wohl ein Mega-Event. Also, da war ich auch ein bisschen neidisch. also da, da Bei solcher Aktion wäre ich auch mal gerne dabei. So eine Geschichte, wie sie jetzt letztes Mal hatten: diese Gamescom-Aktion, wo sie vier Tage da Dauer gestreamt haben. Und äh, ich habe schon gesagt, ich bewundere Gronk, ich bewundere Funk Royal. Ähm, ich würde. Äh, Royal Funk heißt der, ne? Royal Funk, Entschuldige. Ähm, ähm, ich würde sterben. Am, am zweiten Tag wäre ich so durch, äh, dass ich sagen würde: Nee, sorry. Uh -uh. Schluss. Aus. Vorbei. <laughs> Aber hier so, so ein Horde-Ding würde ich geil finden. Auch angekämpft wäre überhaupt nichts für mich. Aber dieses Horde-Ding, wie gesagt. Wobei ich keine Ahnung von Pen and Paper habe. Da müsste man Ria hinschicken. Die hat Ahnung davon. Uh, so, schauen wir weiter. Korben, einen wunderschönen guten Morgen. In meiner aktiven Gaming-Zeit Ende der 90er habe ich lange besser auf meinen ähm, Nick habe ich lange besser auf meinem Nick als auf meinen echten Namen reagiert. Ach so, weil du eben halt so in der Gaming-Szene aktiv warst. Nee, das habe ich. Na doch, doch. In der anderen Geschichte war ich auch unter meinem Nick eher bekannt und habe da auch dann drauf gehört. <laughs> uh, Sonnyline. Bei mir hat uh, mein Sohn den Namen gewählt. Mein uh, Name ist Sonja, Spitzname Sonny. Und mein Sohn hat dann gesagt: Wenn du mal streamst, dann machst du Finde ich schön. Also, ich finde vor allem, das ist ein kurzer Name. Ich kann mich daran erinnern. Ja, also ähm, egal wo Sonnyline steht, weiß ich, dass äh, du das eben halt bist. Also ich weiß ja, dass du auf Instagram mir glaube ich auch folgst und da weiß ich natürlich sofort, ach Sonnyline. Ne? Das ist ja nicht immer der Fall, weil oft sind ja die Namen woanders dann eben halt anders. Genauso bei YouTube, wir hatten ja diese Teststreams auf YouTube eben halt gehabt und haben viele von hier eben halt äh, ge gefolgt und ich hatte dann keine Ahnung, wer das in Wirklichkeit ist. Ich habe nicht mal meinen eigenen Mod erkannt, ne? obwohl der ein Schwert bei YouTube hatte. Ja. einen guten Streamer Namen zu finden ist echt schwer absolut Und es wird ja auch immer schwerer ne? das kommt ja hinzu wir sind jetzt wie viel 9 Millionen Ich glaube 9 Millionen sind mittlerweile nee das sind sogar die Streamer nur ne? also aber es sind noch mehr also es wird immer schwieriger einen guten Namen zu finden. deswegen freue ich mich immer, wenn ich mal so einen kurzen Namen äh, finde, der dann äh, noch frei war der wo du siehst der ist noch gar nicht so alt der Name. Ne? Deswegen kann ich, äh, Thema kann ich gerne helfen. Ria, siehst du, vielleicht kann das tatsächlich klappen mit dem Künstlernamen. Also, Vincent hat da seine Erfahrung. Wie gesagt, äh, Vincent, bei mir hat es nicht geklappt. Äh, ich äh, bin da sogar noch eine Instanz höher gegangen, eben halt, und habe dann aber wirklich ein super Gespräch mit dem von der Behörde gehabt und der kannte sich sogar mit Twitch und YouTube und so weiter aus und äh, ähm der hat dann gesagt, geht einfach nicht. Ne? Also dafür ist einfach der Bekanntheitsgrad noch nicht groß genug und so weiter. Hat mir aber eben halt gesagt, ich kann mich jederzeit wieder bewerben und habe dann schon gefragt, ob ich mich dann direkt bei ihm bewerben kann. Sagt er, nee, das geht wohl nicht. Aber er wird äh, mich beratend gerne dann unterstützen. Also war wirklich ein toller Talk mit dem von der Behörde dann. Und deswegen war ich dann auch nicht mehr sauer, weil davor war ich echt sauer, weil die echt null Ahnung von der Materie hat man einfach so, man hatte das Gefühl, dass das pure Willkür ist. ja. Und da hatte ich echt keinen Bock drauf gehabt und das ging mir echt tierisch auf den Zeiger. Hans, Götte, Flammenwerfer. <laughs> dann noch Wolfenstein spielen. Ne? <laughs> danke dir, es wird noch aufgenommen. und Dann poste ich gerne den Link. Ich gebe mir mein Bestes und danke dir. Ich zähle auf dich. Also wie gesagt, und gerne den Link posten. Sehr, sehr gerne. Uh, du müsstest uh, den auch eingetragen bekommen. Nee, Vincent, uh, wie gesagt, habe ich versucht und uh, mit uh, Beschwerde und Statistiken vorgelegt und richtig große Zahlen, wie zum Beispiel, dass mein Kanal mittlerweile 166.000 Aufrufe hatte und so weiter. Dass ich in den Top 1000 der deutschen Streamer bin, keine Chance. Sogar in den Top 100 der deutschsprachigen Jaschetta schon drin war. Alles keine Chance. Uh, hat nicht geklappt. <laughs> Horde 1 kann man auch mittlerweile nachgucken. Genau, ist im Archiv drin, ja, Dürer. Aber das Ding ist einfach, Dürer, ich, ich habe nicht die Zeit dafür. Also es ist äh, diese, diese Gamescom-Aktion, die war ja auch mega gelobt worden, da habe ich auch gesagt, ich muss das unbedingt nachgucken. Und dann äh, habe ich auch das äh, Archiv gefunden. Eos Andi hat ja mir dann gesagt, hier findest du da und da und so weiter. Und äh, hab dann auch angefangen, das zu gucken, und dann merkte ich, aber das Ding ist fünf Stunden lang und die Zeit habe ich einfach nicht. Das kann ich einfach nicht. Und dann habe ich immer wieder reingesetzt und es war echt lustig und es hat mir auch echt toll gefallen, das Ganze. Aber ich habe nur gedacht, wow, Respekt, Leute, ich, ich könnte das nicht. Ich, also, wie gesagt, zwei Tage, da wäre ich so durch, da brauche ich eine Woche Urlaub. So, äh, und äh, macht ja auch gerade sehr viel. Also ist wieder mit äh, Knossi dabei, was ich cool finde. Äh, wobei. Rias Didi-Cam, vier Tage nur Bleistift und Würfel. Äh, was sind denn die Voraussetzungen für das Eintragen eines Künstlernamens? Also dass du äh, ja mehr als äh, nur was weiß ich regional bekannt bist. Also wenn du der Dorf DJ bist, wird es wahrscheinlich schwierig werden. Wenn du allerdings äh, national oder sogar international bekannt bist und selbst das hat nichts geholfen. Also zum Vergleich, wir können ja mal reingehen. Ja, ich will hier auch nicht auf die Kacke hauen. Ich wollte einfach nur den Namen äh, für mich gesichert eben halt haben. Und fand es einfach eine schöne Idee, den Künstlernamen eben halt auch im Pass drin zu haben. So, und wenn wir hier reingehen, eben halt, dann sehen wir so ein paar Zahlen eben halt. Das ist jetzt nur der letzte Monat und äh, wir sehen, wo die eben halt alle herkommen und so weiter. Und äh, wir gehen mal hier in die Stream-Übersicht rein. Dann sehen wir zum Beispiel, heute anscheinend noch nicht, ähm, aber ist es, achso, hier auf. Details anzeigen. Dann sehen wir zum Beispiel, dass meine Zuschauer nicht nur aus Deutschland und Österreich und der Schweiz sind, sondern eben halt zum Beispiel 2% aus den USA zugeschaut haben beim letzten Stream aus den Niederlanden, Kanada, Spanien, Frankreich, äh, aus Rheinland. Das sind wahrscheinlich alles nur mal so kurze Reihensepper, aber wie gesagt, rein theoretisch könnte ich sagen, ich wäre sogar international bekannt. Natürlich kennt mich keine Sau. Seien wir doch mal ehrlich. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder hier im Stream sage. Mich kennt niemand. Ne? Also. Deswegen, also, es wunderte mich nicht. Aber ich habe gedacht, ich versuche es einfach mal. Aber was mich am meisten eben halt äh, geärgert hat, ist eben halt diese Willkür beim Amt. Dass sie einfach, ähm, man hatte so das Gefühl, ich habe keine Lust, mich darum zu kümmern. Die, die ich damals auch drauf angesprochen hatte, hatte auch gesagt: Ja, nie, da muss ich mich erschlau ja schlau machen. Ich habe gesagt: Warten Sie mit der Beantragung des Pass, bis ich eben halt den Künstlernamen eben halt habe. Was hat sie gemacht? Sie hat den Pass trotzdem be, äh, bestellt gehabt. Das heißt, ähm, dann war hinten drinne eben halt hätte man dann einen Aufkleber gekriegt auf Nagel nagelneuen, passt der zehn Jahre halten soll, wäre ein Aufkleber gewesen, super klasse. Ich war echt begeistert von der. Und dann habe ich nachher sogar eine, eine Beschwerde gegen diese Person eben halt äh, eingereicht. Aber wie gesagt, hat alles nichts gebracht. Äh, selbst der Amtsvorsteher. Also ich wünsche mir so einen Chef, ähm, der so hinter einem steht, wirklich klasse. Aber das hat alles nichts gebracht und wie gesagt, letztendlich habe ich ihn nicht bekommen. Zahlen oder Striche im Namen? <laughs> ich mag deinen Nickname. Sehr schön, das war aber nicht für mich. Bekannt bin ich auch nicht. Nein, aber ist, wie gesagt, ganz ehrlich, Ria, DJ Vincent Price mag ja schon ein bisschen bekannter sein. Aber ganz ehrlich, und Vincent, das ist jetzt nichts gegen dich, aber ich habe im Internet eben halt recherchiert und ich habe gesehen, dass eben halt auch Dorf-DJs ihren Künstlernamen eingetragen bekommen. Es ist von Behörde zu Behörde unterschiedlich, beziehungsweise von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Der eine kennt sich damit aus, der andere kennt sich nicht damit aus. Ich habe auch gesagt, warum macht ihr eigentlich so ein Tamtam -Tam daraus? Warum muss ich hier drei Monate um den scheiß Künstlernamen kämpfen? Es ist doch nicht so, dass ich danach steuerbefreit bin oder sowas in der Art. Das ist doch für euch ein, kein Akt. Und es ist ja auch anscheinend nicht so, dass die täglich bei euch Schlange stehen, dass sie einen Künstlernamen haben wollen. Na, also, wie gesagt, keine Ahnung, warum die eine äh, Kommune das anders sieht als die andere eben halt. Ich werde es vielleicht irgendwann äh, wieder versuchen, aber momentan äh, sind meine Prioritäten woanders. Ich habe da schon mehrere Anfragen zu dem Thema, können da gerne mal was zu machen. Ja, wäre vielleicht tatsächlich mal ein interessanter Talk. Äh, Thema für eine Morning Show. <laughs> ja. Ähm, dass das äh, Problem ist eben halt, äh, Vincent kann nur seine Erfahrungen eben halt mitteilen, die auch wieder eben halt, Vincent, nichts gegen dich, aber sehr beschnitten sind regional. Ich habe ja auch schon den Anwalt drauf angesprochen gehabt, der mir sogar den Tipp gegeben hat, melde es als Marke an, dann ist es international praktisch sogar bekannt, also die Bekanntheit des Namens ist international gewähren und sie könnten eigentlich nicht mehr widersprechen. So, jetzt ist aber das Ding äh, und das war ja der Grund, weshalb ich das auch machen wollte. Ich wollte eben halt, dass ich, wenn es zum Beispiel Impressumspflicht gibt, dass ich den Künstlernamen einfach angebe, dass da nicht mein realer Name neben halt steht. Wenn ich aber die Marke erst anmelde, dann wird diese Marke auf meinem Namen logischerweise eingetragen. Dann ist das Kind von hinten aufgezäumt äh, oder das, das, das Pferd von hinten aufgezäumt worden und es bringt mir überhaupt nichts, weil mein Name ist dann bekannt und ich wollte ja die Anonymität bewahren eben halt deswegen den Künstlernamen. Und äh, das ging dann eben halt äh, also auch nicht von meiner Seite aus. Deswegen. Es ist ein zu, zu haariges Thema, als dass ich da, glaube ich, einen Talk von machen würde. Das wäre genauso eben halt Finanzamt. Das habe ich auch nur gemacht, weil eben halt ein Steuerberater da für bereit war. Dann müsste ich wirklich den von der Behörde fragen, ob er sich zum Talk hier bereit erklärt. Das wäre vielleicht eine andere Geschichte. Dann Vincent dazu eben halt nehmen. Aber ich glaube, das wird er nicht machen. Ich glaube, ich hatte das schon mal so angedeutet. Hättest es nicht mal Lust, in die Sendung zu kommen. Weil wir haben uns wirklich super verstanden. Ähm, so. gibt äh, gibt's äh, auch als halbe Stunde Schnipsel auf YouTube? Äh, ja gut, ähm Türer, <laughs> danke. Aber wie gesagt, habe ich leider nicht die Zeit für. Und ich habe immer wieder reingesäbt, Also ich äh, weiß im Groben schon, worum es ging und auch diese sportlichen Aktivitäten, die sie eben halt hatten. Ja, also wie gesagt, ich fand es eine Mega Show, aber ähm, ich hätte das nicht geschafft. Also bei den ganzen Camps und allem ist äh, und äh, 3D dabei. Also die Jungs, die äh, gerade die äh, mit den Stream-Heroes-Karten. Ich wusste gar nicht, dass Own3D hinter den Stream-Heroes-Karten steht. Own3D war für mich immer bislang der mit den Overlays. Aber eine Marke kannst du ja eintragen, äh, kann sie dir auch niemand wegnehmen, oder? Ja, nur wie gesagt, dann kann ich auch gleich sagen: Hallo, mein Name ist Klaus sowieso. Ne? Und das will ich ja nicht. Ich möchte ja eine Anonymität behalten, eben halt. Äh, wie gesagt, bei dir ist ja auch was anderes. Dein Name ist ja auch in der Branche mehr als bekannt, eben halt. Und man kann dich ja auch schnell. Rausfinden, na, wer du bist. Varonia, äh, einfach nur schönen guten Morgen. Der Erl, guten Morgen und vielen Dank für deinen Host. Äh, ich habe halt auch äh, keinen deutschen Pass. Echt? Okay. Immer wieder für eine Überraschung, gut, <laughs> Ähm, So, Darcy, guten Morgen. Warst du in Lübeck äh, zum Eintragen? Nein, ich war hier bei der. Gemeinde Ostholstein. Ja, dass die da so ein Tamtam machen, ist echt mega strange. Ja, und vor allem, wie gesagt, andere gehst du hin, na, nennen sich Scheißhaufen und, und wird sofort eingetragen, ohne Murren, ohne Knurren. Muss man nicht verstehen. Mein Amt ist mit äh, kleinen Willwerbe völlig schi äh, schillig und auch rückwirkend. Eine Freundin in der Stadt weiter hat äh, den strengsten Spießer überhaupt. Ja, auch das ist eben halt ein Problem. Fotios, moin, schön, dass du wieder da bist. Mir geht's wieder sehr gut. Glaubst du, dass es kontraproduktiv für Streamer ist, wenn er zwei komplett konträre Genres bedient auf einem Kanal, so wie Gaming und Slotten? Nimmt einen, dass die Community übel. Äh, übel. Mich persönlich stört das, weiß aber nicht, ob äh, es da Studien dazu gibt, hab nichts gefunden. Also ich glaube, Studien gibt es dazu auch nicht. Aber. Es gibt mehrere Arten von Streamern. Gehen wir da ruhig mal drauf an. Also, ähm, ich habe ja mit zum Beispiel als Variety-Streamer angefangen. Ich wollte von Anfang an, dass man mich nicht auf ein Spiel eben halt festlegt oder auf ein Genre, sondern ich wollte eben halt, dass die Leute mir folgen und nicht dem Spiel oder dem Genre. Funktioniert teilweise. Ein paar der Leute sind deinetwegen da, da, aber ein Großteil ist wirklich wegen des Spiels da. Ich sag ja, ich brauche nur Sea of Thieves hier starten. Dann sehen wir oft mal wieder Namen, die seit Ewigkeit nicht mehr hier waren. Die sind dann oft mal wieder da. Aber Fakt ist, wenn ich jetzt andere Streamer als Beispiel nehme, zum Beispiel Asset Fire, den ich auch sehr lange schon kenne, zu einer Zeit, als der noch 20, 30 Zuschauer hatte, eben halt. Und mittlerweile ist er eben halt teilweise mit 700 bis 1000 unterwegs. Und der spielt Escape from Tarkov. Wenn der Escape from Tarkov spielt, hat der auch seine 700 Zuschauer. Aber spielt er irgendwas anderes wie zum Beispiel hier My Summer Car Project oder wie das Ding heißt, dann ist er mit 150 bis 300 dabei. Das heißt, du verlierst immer einen Teil in der anderen Kategorie. Selbst wenn jetzt Escape vom Tarkov, sagen wir mal auf dem Index landen würde, dürfte nicht mehr gestreamt werden bei Twitch oder sowas in der Art, wäre ein Großteil seiner Community dann weg. Wenn du natürlich gleich von Anfang an das ganze zweigleisig aufziehst, also sagst dazu, bei mir ist Freitags, äh, Freitags, Freitags sind immer die Slots und Casino. Um, und montags mache ich immer mit euch die Bibelstunde. Jetzt krass, ne, als Beispiel genannt. Um, dann wird sich der Teil, der montags äh, da ist, eben halt montags einfinden und Freitag nicht da sein, weil ihn das einfach nicht interessiert. Zumindest ein Teil davon. Du wirst aber auch einen Teil rüber konvertieren. Also ein Teil wird sagen, interessiert mich zwar nicht Slots, aber ich mag dich einfach. Ich mag dir gerne zuschauen, ich mag deinen Humor, ich schaue trotzdem zu. Ne? Also, es ist schwer zu sagen, da sagen, was, was richtig ist, was falsch ist. Also wenn du dich auf ein Spiel nur spezialisierst, wird man dich auch auf ein Spiel festnageln. Das heißt, und jedes Spiel hat seine Haltwertzeit. Irgendwann ist jedes Spiel irgendwann der Drops gelutscht, gelutscht, meiner Meinung nach. Und dementsprechend würde ich sagen, ähm, ja, probier es einfach aus. Na, also das, das ist eigentlich der beste Tipp, den man hier noch geben kann. Na, einfach ausprobieren und dann wird man sehen, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, ja, Herrgott, dann ist das halt so. Harza, guten Morgen. Ich habe einen Steuerberater, der mit mir, denke ich, in Richtung Sendung, äh, in eine Sendung gehen wird. Der macht Gaming und Twitch und ich freue mich mega drüber. Ähm, äh, super smarter Typ. Viel Spaß dabei. Wie gesagt, hatte ich auch schon, äh, ist auch in den Highlights abrufbar. Eben halt, war ein sehr interessanter Talk. Ähm, ändert sich auch regelmäßig was bei den äh, ganzen Steuergeschichten eben halt. Von daher viel Spaß dabei. Uh, mein Problem wäre eher das Slotten, aber ich uh, mache sogar drei verschiedene Sachen. Um, ja, also Slots ist natürlich so eine Geschichte. Jetzt, wo sie es geändert haben, können ja auch nicht mehr beworben werden. Das heißt, also so der Negativeffekt ist jetzt nicht mehr so stark vorhanden. Natürlich gibt es immer noch die Leute, die einfach drauf getriggert sind und, und drauf reagieren und um, wo man die Sucht halt fördert eben halt. Deswegen, also ich bin jetzt nicht so der Slot-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, muss, muss jeder für sich selbst anscheinend. Ich weiß, das ist eine, eine riesige Community hinter und man kann damit auch wirklich einen Kanal aufbauen. Aber wenn, gerade Slots ist auch so ein Beispiel. Ähm, die, die bei Slots sind, sind definitiv nicht da, wenn du was anderes machst. Weil die wollen dieses Slots-Ding haben. Die wollen dieses Gekribbel. Die wollen diese Aufregung. Diesen, diesen Nervenkitzel, wie ein Knossi auch überträgt, wenn er eben halt da schreiend am, am äh, ja, Rechner ist und ja, 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 komm, Baby, Baby, Baby und so weiter. Und das wollen die ja haben. Und das ist ja in anderen Genres einfach nicht der Fall. Das ist ja nicht gegeben dann. Die haben das ausgegründet. Äh, ist eine eigene Firma. Ah, alles klar. Fotios, danke für deinen Hostensupport. Das kanadischen Pass. Oh, den würde ich aber auch behalten. Äh, Habe aber nur absichtlich etwas äh, Extremes. Achso, das war nicht für mich. So muss leider los. Vincent, schön, dass du da warst. Ja, einen angenehmen Start in die Woche und bis bald. Kirschkuchen, guten Morgen. Young ist aber auch nur, wie gesagt, meine Meinung. Ne? Also verlass dich nicht darauf, was was ich jetzt sage. Vielleicht ist es auch gar nicht richtig. Ne? Aber mein Gefühl sagt mir einfach: ähm, Probiere es zweigleisig. Dann, wie gesagt, mit einem festen Zeitplan, dass die Leute auch wissen, wann sie dich wo finden eben halt. Und äh, probiere es dann einfach aus. Slots ist, wie gesagt, ein sehr heiktes Thema. Die werden vielleicht auch... Nehmen wir an, ich würde jetzt äh, anfangen mit Slots spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil meiner Community weg wäre. Die würden die Follow machen, weil sie einfach absolut gegen Slots sind. Und äh, das bei mir einfach auch nicht erwarten. Also das ist... Es äh, kann, kann sich sogar hacken, dieses Thema. Na, also es ist sehr schwer. Gerade dieses Thema Slots ist sehr schwer. Intian, welcome back. Plötzlich, guten Morgen. <laughs> Bin tatsächlich am Ende des Chats angekommen. Was denn heute los hier? Gibt's ja gar nicht. Also, wie gesagt, sehr schwieriges Thema. Alle noch am Schlimmer, ich merke das schon, ja, die müssen sich erstmal wieder dran gewöhnen, dass der Alte wieder da ist. Ne? Also, ähm, <laughs> was ist diese Slots? Corbin, du nichts weißt oder du mich verarsche. Hey, das hat er sogar von den Caps äh, verstanden. <laughs> es gibt ja jetzt mittlerweile Untertitel hier im Stream. Übrigens, für die, die gerade bei YouTube äh, sich das VOD anschauen, die YouTube-Caps äh, sind nicht die, die bei Twitch laufen. Da sind sie wirklich zeitnah und aktuell. Äh, bei YouTube ist es wirklich sehr lahm und äh, braucht einige Zeit. Ich muss mal gucken, ich kann die äh, Caps-Datei von, von Twitch sichern und könnte sie auch bei YouTube mit hochladen. Dann sollte das ein bisschen besser aussehen. Muss ich mich aber ja schlau machen. Ich glaube, Slots waren nur ein Beispiel, ja. Xantna, guten Morgen. Oder Xantna. Glücksspiel beim Onkel finde ich schrecklich, ja. Nö, nichts wissen. Äh, Slots sind äh, diese, diese einarmigen Banditen. Also Casino-Spiele eben halt, ähm, äh, die dir dann halt live im Stream machen. Hat eine mega Community dahinter, also kannst ziemlich schnell sehr, sehr viele Zuschauer damit generieren. Ähm, ja, war eine lange Zeit auch eben halt erlaubt, dass du die bewirbst. Dann hast du eben halt, was weiß ich, einen Affiliate-Code bei den Casinos gehabt. Und wenn die Leute sich dann über deinen Casino-Code angemeldet haben, dann hast du halt an deren Verluste mitgewonnen. Ne? Also verdient. Deswegen ist das so eine Kritik, äh, das Ganze, weil es eben halt einerseits so ein bisschen die Spielsucht-Geschichte ist und andererseits, dass die Leute eben halt an den Verlusten der anderen gewinnen. Ne? Oder an den Umsätzen, sagen wir es mal so. Ich will jetzt nicht. Falsches behaupten, äh, ob die nur an den Verlusten beteiligt sind oder ob die eben halt an den Umsätzen, die getätigt werden, sind, beteiligt. Das weiß ich nicht. <laughs> Seht ihr also, Kirschkuchen würde mich mit Keksen bewerfen. Das würde meiner Figur schon gar nicht gut tun, also deswegen wird, hier, wird es hier keine Slots geben. Uh, Erdschurke, moin. Wobei ich die alten, einarmigen Banditenklasse fand, die waren ja damals auf dem Bus Butterfahrten uh, auf den Schiffen drauf und die fand ich immer toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also habe ich gerne daneben gestanden, wenn Omas da irgendwie ihre ganze Rente reingesteckt haben und uh, mag die Geräusche bis heute. Ja, und übrigens, wir haben ja auch eine kleine Slotmaschine bei den Stream-Avatars. Also tatsächlich gibt's es auch hier Slots. Lass deine Kekse bei dir, kirschkuchen jeder, der Slots-Streams macht, mit dem werde ich nicht mehr zuschauen. Egal wer das kann, wer das ist, kann auch mein Lieblingsstreamer sein. Das ist das, was ich eben halt meine. Also, dass das ein sehr polarisierendes Thema ist, Slots. Also damit kann man auch eine Menge kaputt eben halt machen. Es wäre was anderes, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen. Was hältst du davon, wenn ich, was weiß ich, freitags immer GTA RP mache und unter der Woche spiele ich aber Minecraft, sagen wir es mal so. Völlig okay. Ist nicht so ähm, polarisierend das Ganze. Und ähm, wenn du GTA machst, äh, ja, sicherlich werden dann die Minecraft-Spieler nicht zuschauen. Interessiert die halt nicht. Oder sagen wir mal wenige. Umgekehrt, die GTA-Streamer. Und das ist wirklich heftig. Das, das äh, kann man, das kann ich fast schon nachweisen. Ähm, die sind nicht da, wenn ihr kein GTA macht. Weil, die folgen nicht euch als Streamer. Die folgen dem Charakter. Das ist genauso wie, ähm, das habe ich schon oft erklärt. Ähm, hier Daniel Craig, James Bond. Ich mag Daniel Craig als James Bond Schauspieler unheimlich gerne. Ich mag ihn auch in anderen Rollen gerne. Also ich mag Daniel Craig gerne sehen im Kino. Aber Daniel Craig privat interessiert mich null. Es interessiert mich nicht, mit wem er verheiratet ist. Ja, ich weiß, Rachel Weisz oder so. Äh, wie viele Kinder der hat, wo der lebt und so. Interessiert mich alles nicht. Na, also wenn der anfangen würde zu streamen, würde ich vielleicht zwei, dreimal reingucken, so rein interessenhalber, aber der Rest interessiert mich nicht. Er interessiert mich eben halt nur als Schauspieler, beziehungsweise die Charaktere, die er eben halt spielt, die interessieren mich. Und das ist interessanterweise zu sehen, dass eben halt ähm, GTA-RP-Leute, was weiß ich, 100 oder 1000 Zuschauer haben, wenn sie GTA-RP machen, wahrscheinlich vor allem, wenn sie eben halt einen interessanten Handlungsstrang erwischt haben. Und eben halt gar keine Zuschauer, wenn sie keine GTA-RP machen. Und ein sehr schönes Beispiel ist dafür einer, der gerade mit Montana, glaube ich, zusammenspielt. Ich, ich weiß die Namen leider nicht mehr. Ich habe das nur bei Twitter gesehen, dass der völlig buff ist, auf mal 1000 Zuschauer eben halt zu haben. Und dann habe ich mir seine Statistik angeguckt und siehe da, ist alles erst jetzt nach oben gegangen. Und ich schwöre euch, wenn der sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf GTA-RP, ich spiele jetzt, was weiß ich, Blümchen pflücken, Simulator, dann sind die alle weg. Ja klar, äh, Korben, alles kannst du auf äh, Twitch streamen, was dein PC darstellen kann. Klar geht das. das ist ja im Prinzip eine Browsergeschichte, ne? Ich glaube, das sind noch nicht mal eigene Apps. <laughs> kannst du das Glücksrad neu auflegen, das wäre viel cooler als... Äh, oder der Song. Aber Wahlritter, ich habe ja nie in Pornos mitgespielt, deswegen könnte ich ja da nicht die Moderation machen. War der falsche Knopf. Sollte das sein. Um, so. Ich habe früher mal in einer Spielhalle als äh, Aushilfe gearbeitet. Hab dort oft miterlebt, wie schnell sich die Leute damit ruiniert haben. Deswegen bin ich äh, dagegen, dass sowas öffentlich zugänglich ist. Ja, ich glaube, da sieht man eine Menge Elend, wenn man in einer Spielhalle gearbeitet hat. Onkel Tom, moin. So, Stellt für alle Kaffee und ein großzügiges Frühstück. Sehr schön. Äh, Chryson, Peter Bond, genau. <laughs> Nach, der war ja bekannt dafür, dass er irgendwie in Pornos oder Softpornos, ich weiß es gar nicht mehr, mitgespielt hatte. Das war's komplett. <laughs> äh, Mensch, das ist ja eine hübsche Tasse. Ja. Wird es bestimmt auch wieder bald hier zu gewinnen geben. Hm. Fällt gerade ein, wenn 10.000 echte Follower zusammen sind, dann gibt es die nächste Tasse. Und vielleicht sogar zwei oder drei zu gewinnen. Äh, habe ich da Pornos gehört? Da habe ich dich, ne? Da habe ich dich jetzt mit dem Thema, habe ich dich gleich aus dem Lurk rausgeholt. Gibt's ja wohl nicht. niox, Tatsächlich, aus dem Lurk rausgeholt. Gibt's ja gar nicht. Ähm, ja, Sex Sales, ne? Ist halt auch beim Stream so. Nach wie vor. Ich habe ähm, so eine neue Compilation gefunden auf ähm, YouTube. Und äh, die ist auch echt lustig und äh, sehr bunt gemischt. Also, so Best-of-TikTok-Videos, Best-of-Clips und solche Geschichten eben halt drin. Ähm, und die haben immer so sexy Mädels vorne als äh, Thumbnail, als Vorschaubild. Und ähm, meine Frau hat auch schon geguckt, warum denn in letzter Zeit immer vollbusige Mädels zu sehen sind. Ich sage ja, das ist diese Compilation, die wir uns gerne zusammen angucken. Also, sie guckt die auch tatsächlich gerne. Ähm, ich sage. Die nehmen halt diese Vorschaubilder und Sex Sales halt. ne? Also, äh, die Compilation bräuchte gar nicht diese Vorschaubilder, aber natürlich, klar, mit diesen vollbusigen Mädchen ist der Klick natürlich noch interessanter. Und äh, ich müsste jetzt lügen. Ich weiß nicht mal, ob ich selber aus dem Grund auch mal drauf geklickt habe. Ja, da wird er ja gleich rot der, der, der Onkel. Aber nein, es könnte durchaus sein. Äh, ich habe mich gefragt, was soll der Blödsinn? Wieso wird mir immer wieder dieses Video vorgeschlagen? Dann habe ich reingeschaut, ja, und hast du es angeklickt, bist du, äh, na, bist du fällig. Dann kriegst du nur noch diese Art Videos eben halt vorgeschlagen. Und äh, tatsächlich ist jetzt, wenn ich oben in die Startseite reingucke, ich glaube, drei oder vier von diesen Mädels sind dann äh, zu sehen. Das kann ich auch jetzt gar nicht bei Twitch zeigen. Ich weiß gar nicht, ob das gegen die TOS wäre. Interessant. Da er versteht dann eben halt äh, die, dieser Untertitel ich weiß nicht, ob das gegen die Thorsten wäre, obwohl ich Toss meinte. Und er macht wieder Thorsten raus <laughs> Ja, irgendwann ist ja immer. Hey, also, ähm, ja, wie gesagt, äh, für nächstes Jahr plane ich IRL-Streams aus dem Freizeitpark. Da würde mich zum Beispiel auch interessieren. Ist ja auch etwas völlig anderes als das, was ich eben halt sonst mache, ob das euch überhaupt interessieren würde. Wenn ich mit euch eben halt durch den Hansa-Park eben halt laufe. Uh, da können wir einfach mal eins in den Chat, wenn euch das interessiert, zwei, wenn es euch nicht interessiert, machen, um eben halt einen groben Überblick uh, zu finden zu der ganzen Geschichte. Uh, Kirschkuchen, wie bist du an dem Hund vorbeigekommen? <laughs> Dankeschön irl äh, streams autor sind großartig. Ich mag die auch unheimlich gerne. Hier ist halt das Problem mit der Empfangsgeschichte halt. Ne? Also deswegen habe ich das in letzter Zeit sehr wenig gemacht. Aber ich mag auch irl streams Gina, interessiert dich nicht? Warum nicht? Erzähl. Und äh, unbedingt irl streams mit dir? Okay. Durch den Hansapark und dabei über C64-Games reden. Ich glaube, da würde ich eher über alte Karussells und so weiter reden. Also, oder einfach eben halt, was vorher da und dort war, falls ich das überhaupt noch hinkriege. Der hat sich so verändert, der Hansa Park, dass ich gar nicht mehr weiß, wo mal was war und solche Geschichten. Also, aber wie gesagt, interessiert ähm, doch die Mehrheit. Also ich denke, ich werde das schon machen. Und äh, muss nur mal checken, wie das mit dem Hansa-Park ist, ob man da einfach so rausstreamen kann. Stört mich nicht, aber reizt mich auch nicht. Okay, ich wäre lieber selber in dem Park. Ja, könnte man ja auch ein Community-Treffen eben halt draus machen. Müsste man eben halt fragen, wer daran Interesse hat. Und dann äh, plane ich den Tag, wann ich äh, eben halt im Hansapark sein werde. Inklusive einem äh, Einblick hinter die Kulissen. Ja, das würde ich machen, wenn ich eben halt jetzt nachfragen müsste, ob ich eine Genehmigung eben halt bekomme. Dann würde ich fragen, ob tatsächlich einer der Angestellten Zeit und Lust hätte, eben halt etwas über den Park zu erzählen, live im Stream. Kirschkuchen. Einfach mal Instagram durchgucken. Australian Shepherd. Folgt auf Instagram, guckt sich die Fotos nicht an. Tadel für Kirschkuchen bitte Mods. So, äh, sorry, hattest du eine Antwort mit dem Bots? Hatte leider einen Bluescreen. Ich muss mal kurz gucken. Hast du eigentlich auch Bot-Attacken? Habe ich tatsächlich ab und an mal gehabt. Also das kannst du auch ganz äh, leicht sehen. Ähm, das, also, die, die Follower-Bot, äh, gehen wir mal von denen jetzt zuerst aus. Ähm, zeigen wir das doch mal. Das hier sind die Bot-Attacken, diese Spitzen. Ne? Das ist von mir dann wieder korrigiert worden mit dem Commando-Root-Tool, dass man die löscht. Hier war jetzt zuletzt eine ganz kleine. Ja, da hat derjenige gemerkt, dass ich das nicht bemerke, weil die, die Follow-Alerts sind ja ausgeschaltet bei mir, damit ich eben halt nicht aus dem Redefluss komme. Und äh, ja, da ist es dann tatsächlich so, dass ich die letzte Botnertack gar nicht mitbekommen habe. Und der hat sich gedacht, oh, das ist ja langweilig, schade. Na? Da wurde der Troll nicht gefüttert. Und das ist ja das, was ich euch immer sage. Der füttert die Trolle nicht. Na? Also geht nicht drauf ein. Und ich hatte das im Nachhinein irgendwann dann gemerkt gehabt. Und ähm, ja. Hab den auch danach wieder gelöscht, aber ja, auch ich habe eben halt hier und da mal eine Bot-Attack. Das kann durchaus sein, ja. Cadbury, I'm nicht Good morning. Bist du aus dem Bett gefallen? Was ist denn da los? Hab's auch mal wieder geschafft, freue ich mich sehr drüber. Äh, Habt die so oft? Nervt total. Sonnylein, ähm, wie viele Zuschauer hast du im Durchschnitt, wenn ich fragen darf? Du hast 5800 Follower? Sind die noch von der Bot-Attack oder was ist da los? Nein, mal gucken. Nö, nee, doch jetzt hat es zuletzt sein, aber du hast trotzdem ordentlich. Siehst mal, kriegt man alles gar nicht mit als Streamer. Ähm, naja, nee, aber hast schon wieder korrigiert, sehe ich gerade. Aber hast wirklich viele gehabt in, in letzter Zeit. Also ich könnte dir empfehlen, sag einfach mal, falls du es noch nicht gemacht hast im Stream, äh, Average Viewer 63, hätte ich auch nicht gedacht. Also normalerweise kriegen die die kleineren Streamer. Also so Streamer mit 10, 20 äh, Leuten, weil da wissen sie, dass sie den Impact eben halt merken. Ne? Und äh, deswegen werden die eben halt häufiger gebottet. Ähm, aber... Wie gesagt, also normalerweise werden kleinere gebottet, ich würde deutlich darauf hinweisen, sollte das jemand aus deiner Community sein, der dir irgendwas Gutes tun will, vielleicht kriegt ihr das ja nicht mit, keine Ahnung, würde ich nochmal deutlich darauf hinweisen, ihr tut mir keinen Gefallen damit. Weil so, da du sie gelöscht hast sofort, gehe ich davon aus, dass du die gleichen Anspruch hast wie ich, du möchtest echte Follower haben, du hast keine Lust, dass da 20.000 Follower steht, wenn das einfach nicht stimmt und du in Wirklichkeit 200 hast. No, und äh, deswegen würde ich da auch deutlich mal sagen: Leute, falls das jemand von euch ist, der der Meinung ist, er tut mir was Gutes damit, das tut ihr nicht. Es nervt, es hindert den Stream und bitte lasst das sein. Und die sind sowieso danach weg. Also, das ist verschenktes Geld. Ja, Könnt ihr ebenso gut ins Goodie schmeißen. No. Äh, Sonnyline, sorry, wusste ich nicht. Also wie gesagt, ich wusste ja nicht, dass du streamst und äh, b, dass du eben halt schon so viele Follower hast und äh, auch eben halt einen guten Durchschnitt. Das wusste ich einfach nicht. Tut mir leid. Ich, äh, wie gesagt, ich kriege bei einigen von euch mit das System, bei dir habe ich es überhaupt nicht mitbekommen gehabt und äh, ich kann auch nicht bei jedem eben halt reinschauen. Das äh, tut mir leid. Aber bei dir werde ich nachher mal reinschauen. So, ähm, habe ich da gerade eben Community-Treffen gehört. Ja, wie gesagt, also könnte man sich überlegen, im Hansapark dann eben halt äh, nächstes Jahr. Dann muss man sehen, vielleicht kann man da ja auch eine, eine ähm, Räumlichkeit dann eben halt mieten, dass man zum Beispiel gemeinsam isst und so und dann gemeinsam durch den Park eben halt herfällt als Horde. <laughs> Wir hatten letztens äh, erste größere Bot-Attacken, als ich bei wem äh, anderes, äh, der eine hatte erwähnt wurde, erwähnt hatte, dass ich bereits sehr verschont war. Der war im äh, Chat und äh, hat mir eine reingejagt und äh, wir haben einen Verdacht, wie es sein könnte. Dann einfach mal auf Verdacht auch melden, würde ich sagen. Na, also ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. Ich kann ja verstehen, dass jemand glaubt, ist, er würde jemandem was Gutes tun, wenn er äh, den bottet. Ne? So von wegen, damit er mehr Zuschauer hat, damit er mehr Follower hat und sowas. Aber das bringt alles nichts. Also wie gesagt, ich persönlich war super verärgert, als ich die erste Bot-Attack hatte und ich wusste, wer dahinter steckt, ja. Ähm, und, und äh, ja, also Fakt ist, äh, das waren nur 97 Fake-Follower, die ich hatte. Aber jedes Mal habe ich die rausgerechnet. Das ging mir so auf den Sack und Twitch macht ja auch nichts. Die löschen ja auch nicht. wir wären bis heute drin, wenn ich nicht mit Commander Root das damals gelöscht hätte. Und ähm, ja, jedenfalls äh, bin ich froh, als ich sie dann endlich löschen konnte. Und sobald ich eine Bot-Attack habe, ja, vergott, dann gehen halt die Alerts aus, beziehungsweise sind bei mir, wie gesagt, nur noch das Geblinke, merke ich dann halt im Hintergrund, dass in einer Tour das blinkt und dass da gerade eine Bot-Attack aktiv ist, wenn ich es überhaupt mitbekomme. Wie gesagt, meistens kriege ich das erst im Nachhinein mit. Und Twitch ist auch mittlerweile sehr firm, was das angeht. Also teilweise werden die nicht mal als Follower angezeigt dann. Na, also warum auch immer. Also der Aktivitätsfeed sagt dann, nö, nö, interessiert mich nicht. So, ähm, um, die von gestern schon gelöscht, das hatte ich gelesen. Kieler Kerl, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, sehr gut. Ja, es, wie gesagt, war ein bisschen stressig noch, aber ich, ich, es, ist halt, es ist halt so bei mir, ich liebe Freizeitparks, aber ich hasse Menschenmassen. <laughs> und äh, deswegen stresst mich so ein Besuch im äh, äh, Freizeitpark schon. Das sieht man an meiner Friese äh, auf Insta. Aber äh, dafür liebe ich einfach zu so sehr den Freizeitpark, dass ich mir eben halt dann mal antue. Der Rico, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte nur echt äh, Löschen, die immer direkt nach dem stream Ja, wie gesagt, mache ich auch an, äh, nicht anders. Äh, ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich echte Follower eben habe. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du irgendwann weiß ich, 100.000 Follower hast, dass es dir dann egal ist, ob da 1.000 Fake-Follower bei sind oder nicht und äh, man sich auch nicht mehr die Mühe macht, die rauszulöschen. Aber momentan weiß ich es einfach. Ja? Also für mich hätte es einfach ein Geschmäckle, wenn ich wüsste, von meinen 7.000 wären 5.000, was weiß ich, Fake-Follower. Hätte ich keinen Bock drauf, möchte ich nicht haben. Na, deswegen bin ich froh, dass es dieses Tool eben halt gibt und ähm, ja, fragt mich, warum das Twitch immer noch nicht selbst einbaut oder eben halt mal selber Hand anlegt. Mein pixu 64 wird wohl bald verschickt, sehr schön. Meine Bots haben mich äh, auch sofort erkannt, äh, die waren eh schon und das nach 14 Stunden äh, von schon äh, als Bot erkannt äh, waren easy zu filtern. Ja, aber warum kann das Twitch nicht selber machen? Na, ich meine, äh, wenn Commander die sollen Commander Root einkaufen, habe ich schon mal gesagt gehabt, sollen die einfach anheuern und dann äh, funktioniert das auch. Ich habe mir erstmal eine Liste von über 200 Bots gebannt. Ja, man kann das übrigens auch mit äh, Commander Root äh, jederzeit überprüfen. Mal kurz gucken. So, Twitch Tools bei Commander Root. Ähm, gehen wir mal auf Follower Remover. So. <laughs> Also hier werden jetzt gerade meine Follower geladen. Schauen wir uns das ruhig mal gemeinsam kurz an. Es dauert halt ein bisschen. <laughs> so und äh, hier sieht man jetzt, dass ich zum Beispiel alles schon geclient habe eben halt und äh, dass da eben halt keine bei sind und ja, ansonsten, wie gesagt, hier sieht man eben halt, wann die gefolgt haben. Man kann auch angucken, wem die wiederum folgen und so weiter und so fort. Aber äh, bei mir ist momentan alles clean. Also ich habe das auch nach und nach eben halt immer alles rausgelöscht. Wenn ich sowieso eine Bot-Attack habe, habe ich den Knopf halt immer gleich mitgedrückt, dass die dann auch mit rausgelöscht worden sind. Also momentan ist bei mir alles sauber. So, ich äh, bin seit Ende Juni 2020 auf Twitch. Da hast du aber eine gute Entwicklung gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gefällt mir. Park wäre toll, würde ich vielleicht auch hinkommen. Sehr schön. Ja, dann lass uns das mal ruhig für nächstes Jahr, Frühjahr nächsten Jahres irgendwie festhalten. Dass man sich dann irgendwann im äh, Hansapark eben halt trifft, was weiß ich, auf einen Sonntag und äh, dass die Leute eben halt auch übers Wochenende anreisen können, für die, die weiter weg sind und äh, dass wir dann da gemeinsam zum Beispiel frühstücken. Ich hoffe, dass das natürlich mit Corona ähm, alles dann bis dahin so ein bisschen äh, Suche ist und dass wir keine vierte Welle und, und so weiter bekommen. Ne? Wegen dieser Bots wurden schon einige, wurden schon, einige schon aus dem äh, Bounty-Board gebannt, weil die Attacken zu der Zeit einer Bounty stattfanden. Obwohl die Streamer unschuldig waren, werden sie nicht mehr freigeschaltet für Sport. So mies. Wow. Diese Bots sind nur zum Schaden und Nerven da. Ja, absolut. <laughs> um das kurz für die, für die nicht zu erklären, diese Bounty-Boards, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das sind so Aktionen, die ihr machen könnt, damit ihr eben halt einen eine Boni ausgezahlt bekommt, so was weiß ich, erreiche innerhalb von so und so viel Zeit 500 Follower und solche Geschichten. Jetzt ist es aktuell, gibt es solche Bounties bei euch mit den Subs, ne? Wenn ihr 500 Subs, 1000 Subs, 1500, 2000 Subs habt, dann kriegt ihr irgendwelche Bonis eben halt, auch in Form von, ähm, ja was weiß ich, eine Twitch-Tasse und so weiter und so fort und äh, also nur für die die das die keine Partner sind also die Partner haben solche Bounties die sie eben halt erledigen können und wenn die eben halt dann geblockt werden für das Board ist das eine miese Geschichte also da bin ich dann wieder wo ich ja nicht gerade amused bin über Twitch so leid es mir tut Zucker, moin meine goldene Regel für Freizeitparks in der Woche nicht in den Ferien und äh, bei bewölktem Himmel Kieler Kerl. Wir haben keine Ferien. Wir hatten bewirkten Himmel und es war brechend voll, weil es Wochenende war. Ich habe damit nicht gerechnet gehabt. Also ich war sehr überrascht, dass ich sogar an dem Tag noch. Man muss sich ja sich mittlerweile vorher anmelden wegen Corona eben halt und dass ich sogar noch Tickets für den Tag bekommen hatte. Und deswegen habe ich gedacht, oh, wird schön leer sein. War es überhaupt nicht. Und ansonsten bin ich voll und ganz bei dir. Unter der Woche würde ich auch sagen: Pixel Demon, einen wunderschönen guten Morgen, mein Lieber. Vielen Dank für deinen Support und deinen Raid. Kannst du hier gleich, gleich mit einhaken. Wir sind auch beim Freizeitpark-Community-Treffen dabei. Wir haben noch mehr Leute hier hoch, einen äh, Grund hochzureisen. Ähm, also, Fakt ist: ähm, Unter der Woche geht halt nicht für ein Community-Treffen. Also, wenn du möchtest, dass die Leute, was weiß ich, aus Hannover auch anreisen können, zum Beispiel. Dann geht es nicht. Dann muss das am Wochenende eben halt stattfinden. Und da würde ich dann halt den Sonntag bevorzugen. Ähm, muss man mal schauen. Das müsste man dann mit der Community absprechen. Wahrscheinlich würden die meisten von euch eher den Samstag bevorzugen, weil sie auf den Sonntag schon abreisen würden. So. I don't hate people, I just feel better when they're not around. The Bukowski, ja, absolut. Uh, Onkelchen, ich war in den Sommerferien mit den Kindern im Phantasieland. Durch die Begrenzung der Besucherzahlen keine Menschenmassen. Wir haben es geschafft, jedes Fahrgeschäft äh, zu nutzen, und die Warteschlangen gab es tatsächlich nur bei den neuen Bahnen Thanos und äh, Fly. Alle anderen maximal drei bis fünf Minuten Wartezeit. So schön lernen habe ich den Park noch nie gesehen. Ja, und das war hier auch im Hansapark der Fall. Aber das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Also anscheinend ist das gelockert worden, denn für mich waren das viel zu viele Menschen. Nun muss ich sagen: Vorbildlich haben alle die Maske getragen in den Fahrgeschäften und auch in den Warteschlangen. Wenn sie so im Park rumgelaufen sind, dann eher nicht. Aber die Warteschlangen zum Beispiel haben den Abstand nicht eingehalten. Ja, also gerade hier Kernan oder so. Das ist einer von diesen Megareiz im Hansapark. Da waren hunderte Meter von Warteschlange und die standen alle dicht an dicht. Und da habe ich gedacht, das kann es irgendwie nicht sein. So, hallo schön, dich mal wiederzulesen. Das war nicht für mich. Verabschiede mich jetzt. Frank, schön, dass du da warst. Und wir sehen uns die Tage. Genieß deinen Urlaub. Bis mail einen wunderschönen guten Morgen. Uh, ja, du kannst auch mit äh, Commander Root ben. Ich hatte einen Skript äh, mit Slash ben, Variablen, und dann rattet äh, der die durch. Ja, also wie gesagt, äh, Commander Root, schön und fein, aber ich finde, das sollte eigentlich bei Twitch implementiert sein, beziehungsweise sollte eigentlich schon ein Automatismus von Twitch sein. So, ähm, jetzt kommt der Raid von Pixel, von Alex, langsam. Ähm, also guten Morgen allen Raidern nochmal, schön, dass ihr hier seid und vielen, vielen Dank für den Support nochmal an dieser Stelle, Alex. So, Bounty Board ist etwas anderes. Das sind wirkliche Werbedeals. Man muss äh, bestimmte Spiele sehen, Trailer anschauen und man muss äh, Zuschauerzahlen erreichen. Also für Bezahlung. Also ist nicht das, was es jetzt gerade mit den Subs gibt. Gut, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Aber dass die Leute ungefähr wissen, wovon du geredet hattest. Äh, Kilomet, moin. Chilena, äh, guten Morgen. Alex, moin. Danke für deinen Support. Der Hansapark ist knapp sieben Stunden von meiner aktuellen äh, Ria-Klinik-Standort. Ja, ist, wie gesagt, das ist halt Norden. Ne? Das ist halt das Problem. Ähm, das äh, ist nicht für jedermann erreichbar. Ne? Also ich wäre auch nicht böse, wenn Alex sagt, nee, du sag mir nicht böse. Das ist mir dann doch ein bisschen zu weit, weil der würde aus dem Saarland zum Beispiel anreisen. Ne? Oder Ria, wenn die sagt, hier aus, aus Bayern sag mir nicht böse, aber das geht nicht. Treffen aber nicht zu früh. Nach meinem Nachtzug aus Wien äh, kommt immer erst äh, um 8.45 Uhr äh, in Hamburg an. Du, äh, ganz ehrlich, ich würde mit der Parköffnung das äh, machen und äh, während der Geschichte kann man ja dann sagen: Hör zu, wir sind äh, hier und hier und ich würde wahrscheinlich auch den Stream hier und da anwerfen. Also, ich denke, das sollte nicht das Problem sein, dass man sich dann findet im Park. Samstag wäre toll, würde sogar mit meinem Sohn sogar von äh, Berlin aus mitmachen. Super. Also kann man sich vielleicht sogar noch Fahrgemeinschaften bilden, ne? Aber es ist in Deutschland nicht die 2G-Regel. In ähm, Schleswig-Holstein ist die 2G-Regel, oder? Müsste ich jetzt gerade lügen. Deutschlandweit ist sie noch nicht, meiner Meinung nach, oder? 2G auf Hamburger Kiez. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht kontrolliert worden. Also wer kontrolliert das? Na, also ich wurde weder kontrolliert noch gefragt noch sonst was, als wir unsere Sachen abgeholt haben. Von daher, sei mir nicht böse, das kontrolliert keine Sau. Ja, stimmt in jeder Hinsicht im Park äh, ohne Maske Warteschlangen und Fahrtegeschäfte mit äh, Maske und Abstand in den Warteschlangen äh, nicht vorhanden. Genauso war es bei unserem Besuch auch, ja. Ich verstehe das nicht genau, was das dann auch muss oder nicht gerade. Hä? Also, wie gesagt, die 2G-Regel stimmt, aber es kontrolliert keine Sau. Es wird weder kontrolliert, ob du geimpft bist noch ob du getestet bist. Es gab auch keinen Login. Also, ich musste mich auch nirgendwo irgendwie über Luca-App oder sowas anmelden. Jetzt, wo du es sagst, im Nachhinein fällt mir das auch auf. Cat Perry, vielen Dank für deinen Host. Humorfox, guten Morgen. Ich wohne fast bei München, sage ich ja. Äh, ich würde auch äh, aus dem Saarland kommen. Da musst du den Alex ein, äh, rein, einpacken Musste Alex mitnehmen. Äh, ich würde aber da schon ein paar Tage rauf, weil dann würde ich äh, mehr sehen wollen. Wie gesagt, dann müssen wir es einfach rechtzeitig planen. Äh, ich würde da, ja, müssen wir halt auch sehen. Wollt ihr eine Ferienzeit haben? Weil ihr mit den Kindern eben halt hochkommt und das sowieso damit einen, was weiß ich, Wochenendausflug verbindet. Oder wollt ihr das lieber außerhalb der Ferien eben halt haben? Dann muss ich natürlich auch Rücksicht auf die mit Kindern eben halt nehmen. Das heißt, wir sollten das demnächst einmal anfangen zu planen für das Frühjahr. Die Frage ist eben halt, ist das aktuell planbar? Na, also, wie sieht das aus? Wird Big C nochmal reinknallen? Außer ich wäre gerade bei meinem Bruder in großen Brode. Das ist ja auch gleich um die Ecke, ne? Wie leicht verlagere ich meinen Lebensmittelpunkt nach Hamburg? Ja, ich weiß. Ich weiß. Um, dann sind es 100 Kilometer. Ne? Also da kannst du noch mit dem Zug nach Sirksdorf fahren. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Ich glaube, 3G. Nee, nee, also es ist tatsächlich 2G, aber wie gesagt, wenn es keiner kontrolliert, ist es auch scheißegal, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Gina, schön, dass du da warst. Bis Mittwoch. Hannover 2 musst du immer wieder dein Impfzertifikat zeigen. Wie gesagt, überhaupt nichts. Ich meine, wäre kein Problem gewesen. Ich habe die sowieso alle im Handy eingetragen. Und das Schöne ist übrigens äh, mit den Saisonkarten, die sind jetzt auch digital. Man kann sie weiterhin als Plastikkarte bekommen, aber kann sie dann auch ins H äh, Handy übertragen. Finde ich sehr geil. Hannover 2 musst du immer wieder, das hast gelesen gehabt, drei Regel äh, gebraut, gesoffen, Gibt es doch schon seit Jahrhunderten. <laughs> Und so ein Community-Helfen wäre doch mega schön, ja. Also, wie gesagt, für mich wäre es ungewohnt, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, also an dieser Stelle schon mal der Hinweis, wundert euch nicht, ich werde anders sein als jetzt. Weil es ist für mich eine ungewohnte Situation. Ich habe es gemerkt beim Eregor, wie gesagt, ähm, dass offenbar eben halt wildfremde Menschen um dich herumstehen und äh, ähm, ja, du einfach nicht weißt, also ich nicht weiß, was ich dann sagen soll. Ne? Also ähm, bitte nicht wundern, wenn ich merkwürdig bin auf einmal und anders als im Stream, ich muss mich da auch dann dran gewöhnen an die Situation, weil für mich ist es eben halt auch nicht alltäglich. Ne? Ferien wäre super, aber müsste nicht sein. Okay. Ich weiß gerade nicht mal, was 2G ist. Äh, geimpft oder getestet? Äh, genesen oder geimpft? Sorry. Getestet wäre 3G. Nee, nee, genesen oder geimpft. Also wenn du genesen bist, dann hast du ja sechs Monate, ja ungefähr Zeit, wo du äh, nicht ansteckend äh, sein sollst oder beziehungsweise es nicht bekommen sollst. Sorry für das Thema, das ich angeschnitten habe. Ja, naja, alles gut. Äh, da muss ich genesen oder geimpft sein oder genesen oder geimpft. Nein, nein, genesen oder geimpft. Fand ich mir so hübsch <laughs>, ich gehe einfach nicht aus. <laughs> hab mir dementsprechend auch nichts eingefangen. Ja, also, ähm, wie gesagt, also ich habe mich ja impfen lassen, gleich äh, relativ zu Beginn der ganzen Geschichte. Ich denke, ich werde mir auch einen dritten Pikster jetzt noch holen, ähm, um das aufzufrischen, das Ganze. Ich habe da kein Problem mit, äh, mit der Impfung. Tore, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, vielleicht, aber ja. Ich kann das gut nachvollziehen, mit dem Rumstehen und sich in dieser Situation zu finden. Ja, also. Wie gesagt, wenn ich das erzähle, dann klingt das immer alles so arrogant und, und hochtrabend und was denkt der Alte eigentlich, wer er ist oder sowas. Aber wenn die Leute eben halt, sagen wir mal, um dich herumstehen und mir ähm, oder mir anhimmeln und du weißt nicht, was du machen sollst, dann ist das eine merkwürdige Situation. Und äh, der bin ich einfach nicht gewachsen. Also dann ich bin, wie gesagt, ihr könnt mich dann fast alles fragen, genauso wie im Chat eben halt, nur nichts Privates eben halt. Ähm, Ihr könnt mich meinetwegen sogar anfassen, an gewissen Stellen bitte nicht, aber ansonsten, wie gesagt, ich, ich bin dann niemand, der jetzt irgendwie ja, unnahbar ist oder sowas. Also, wenn ihr dann Fragen habt, stellt sie zur Not, werde ich sagen, du sei mir nicht böse, das ist privat. No, also das. Aber es ist halt merkwürdig. Es ist merkwürdig für mich, weil ich kenne nur eure Namen, ihr kennt mich vom Sehen die ganze Zeit über halt. Und ihr seht mich dann auch mal live und, und in Farbe und bunt und komisch. Und <laughs> für mich ist es halt merkwürdig. Und deswegen möchte ich euch bitten, glaubt nicht, dass ich arrogant oder sonst was bin, wenn ich mich irgendwie merkwürdig verhalten sollte. Das wird nicht der Fall sein. Sondern es ist einfach für mich eine sehr, sehr ungewohnte Situation, die mich wahrscheinlich auch sehr zum Schwitzen bringen wird. Äh, Guten Morgen. Ich bin auch geimpft, selbst äh, wenn es noch nicht so wirksam sein sollte. Aber... Habe ich was getan. Sehr schön. Ich äh, Ist total befremdlich. Es ist mega strange, diesen Hypen. Und ähm, man denkt dann, äh, was da los. Man ist äh, voll überfordert. jack ja. Ja, also... Es ist so schwer zu beschreiben. Es ist so wirklich so, so schwer zu beschreiben, das Ganze. Ich bitte da wirklich einfach nur um euer Verständnis. Ich kann es nicht anders äh, sagen und beschreiben, aber... Ja, ich... Na, hoffe, ihr habt Verständnis dafür, wenn ich offenbar irgendwie merkwürdig bin, vielleicht äh, introvertierter oder sowas in der Art. Das ist aber normal. Ich bin auch zurückhaltender Real Life und ansonsten eigentlich nicht groß anders, ja. Ein sehr, 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 sehr kurioses Gefühl, ja. Sagt ja und lief übers was <laughs> Hallo? <lacht> äh, nein, Amazon ist. ist ich, ich kann es einfach nicht beschreiben. Also, wie gesagt, ich habe das ja schon mal gehabt. Na, dass jemand mich auf mal zum Beispiel angesprochen hat und gesagt hat, hey, äh, darf ich ein Foto mit dir machen? Und du hängst auch mal, wie, wer? Na, und die wirklichen Stars liefen gerade an mir vorbei und ich denke, hä? hä? Na, und das ist halt sehr merkwürdig. Und ähm, viele von euch werden natürlich auch mit mir sprechen. So als Beispiel. Ihr hattet mir ja mal so ein äh, Weihnachtsgeschenk geschickt äh, vor zwei Jahren. Und da waren sehr, sehr viele Sachen eben halt drin. Unter anderem eben, halt, und ich erwähne es gerne, die Schokolade. Ich habe irgendwann mal erwähnt, dass ich Lindschokolade, die voll mich sehr gerne mag, und dass ich Kinderschokolade sehr gerne mag. Es waren nur diese beiden Sorten im Paket. Das heißt, ihr habt zugehört und ihr habt mir genau die Sorten geschenkt, eben halt, die ich mag. Und das ist für mich natürlich so ungewohnt, wenn ich das vielleicht sogar nur in irgendeinem Nebensatz erwähnt habe, so von wegen, ich mag Kinderschokolade. Versteht ihr, was ich meine? Für mich war es gar nichts äh, Tragisches, aber ihr nehmt das eben halt auf. Das ist genauso wie eben halt, es gab äh, Streams, da habe ich hier so einen kleinen Sch Schmiss gehabt, weil ich mich geschnitten hatte beim äh, Rasieren. Das fällt euch auf. Ihr achtet auf so viele Kleinigkeiten. Wenn hinten eine Figur vertauscht ist, das merkt ihr. Wenn die Kamera unscharf ist, das sagen wir nur zwei. <laughs> Komischerweise im Real Life habe ich null Probleme, von Menschenmassen zu reden und Faxen zu machen, aber im Discord ist für mich ein, äh, noch ein Mysterium. Ich glaube, ich hätte eher umgekehrt äh, Schwierigkeiten. Also, ich habe schon von Menschenmassen auch gesprochen und ja, ich hatte. Ähm, äh, hier, sag schnell, ähm, Lampenfieber. Ob es mittlerweile immer noch so ist, das weiß ich nicht. Weil auch wenn, wie gesagt, ich nur hier die Namen lese, es sind halt 188 äh, Leute gerade da und natürlich spreche ich gerade auch vor einer Masse. Ich sehe sie nur nicht. Deswegen die Frage, würde ich auch vor 188 Leuten, was weiß ich, in einem kleinen Theater... Wenn ich so jetzt die Morningshow praktisch machen müsste, würde ich da genauso locker sein wie jetzt oder würde ich äh, ja verhalten werden, Lampenfieber bekommen und so weiter. Ich habe ja auch schon auf der Bühne was weiß ich, für 60 bis 100 Leute gestanden eben halt und, und äh, Schauspiel gemacht. Ne? Also ist ja jetzt nicht, dass, äh, dass ich das nicht kenne, aber Schauspiel ist was anderes. Da bin ich in der Rolle, da interessiert mich gar nicht, was da unten los ist, sondern ich bin voll und ganz in meiner Rolle eben halt drin. Ne? Aber wie gesagt, wenn du eine Rede hältst zum Beispiel, ist das eine völlig andere Geschichte. Und das hier ist ja eher wie Rede halten, das ist ja nicht wie Schauspiel. Gesetzmäßig gilt 3G. Mehr wollen dürfen Sie nicht durchsetzen. Es ist äh, jedoch jedem Betreiber freigestellt, wie Lokalitäten in Hamburg testen, äh, auf 2G zu gehen. Ah, okay. Aber wie gesagt, wie gesagt, wenn gar nichts getestet wird, ist auch irgendwie wieder blöde, ne? Äh, komischerweise im Real Life habe ich null Probleme, vor Menschenmassen zu reden und was? Also das hatte ich gelesen gehabt. Oh Gott, ja, Selfies sind äh, super Überwindung. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich. Herr Gott, was was für ein Thema haben wir hier noch? <laughs> Das liegt einfach auch daran, ähm, obwohl ich hier jetzt gerade die Kamera anhabe, ähm, ich fühle mich halt nicht sehr fotogen. Ne? Und gerade nicht, wenn ich gerade sehr gestresst bin und klitschend Haare habe, äh, weil ich eben halt so schwitze, dann fühle ich mich erst recht nicht fotogen. Und äh, dass ich die Kamera irgendwann angemacht habe, ja, Herr Gott, wie gesagt, das ist aus einer Laune und Dollerei eben halt entstanden. Eigentlich wollte ich das wirklich nicht machen. Hab's es dann angefangen und ja, und seitdem nie wieder aufgehört. Und äh, trotzdem ist es was anderes, wenn dich jemand eben halt fragt, hey, machst du ein Selfie mit mir, als jetzt eben halt hier vor der Kamera zu sitzen. Ela, einen wunderschönen guten Morgen. So, das ist alles Gewinnungssache, denke ich mal. Umso älter wir werden, umso mehr macht man sich halt Gedanken. Naja, also für mich sind es halt Gedanken, weil es eben halt, ich habe ja gesagt, ich möchte gerne ein Community-Treffen machen. Mittlerweile habe ich eben halt äh, die Reichweite, sagen wir mal so, dass eben halt auch ein paar da sein würden. Ne? Also damals, als ich äh, gesagt habe, ihr Game-Menschen, ihr könnt mich gerne ansprechen und so. War nur da. Was heißt, nur Waronia hat dafür umso mehr Onkel Pippi bekommen. Und äh, wir waren noch lecker ein Burger essen bei Dulfs. Also, also hat sich, war, war eine Win-Win-Situation. Finde ich ja auch klasse, wenn ich eben halt eben halt auch gerecht werden kann. Nehmen wir mal an, ihr reist jetzt zum Beispiel aus Berlin oder aus München an. Ja? Und dann haben wir gar keine Zeit gefunden, miteinander zu reden. Das ist ja auch total enttäuschend für euch. Und das, das möchte ich natürlich auch nicht. Das heißt, umso mehr da sind, umso weniger wird man Zeit für den Einzelnen wieder haben. Es ist ähnlich wie mit Partys, ne? Also ich, ich erinnere mich daran, wie wir unseren 90. gefeiert haben, meine Frau 40, ich 50. Und da hatten wir auch äh, die ganze Verwandtschaft, das ganze Dorf eingeladen gehabt und so. Und man hat einfach nicht die Zeit, mit jedem zu reden. Und wenn, dann nur so fünf Minuten und dann geht es schon wieder an den nächsten Tisch und so weiter. Und so ähnlich wird auch ein Community-Treffen sein, wenn eine entsprechende Masse eben halt natürlich da ist. Ne? Und das mit dem dran gewöhnen, klar. Also ich denke, auch ein Gronkh wird äh, vor seinem ersten ähm, ja, Fan-Treffen irgendwie Blut und Wasser geschützt haben. Ne? Oder wenn jemand mit äh, zitternden Knien vor einem steht und du denkst dir, wo ist der Celeb? Und dann bemerkst du, dass du derjenige bist, der weiche Knie verursacht. Das ist zum Beispiel auch für mich eine völlig abstruse Vorstellung, dass ich jemanden weiche Knie mache. Ich war komplett verwirrt und wollte die andere Person in den Arm nehmen. Ich wusste gar nicht, wie mir passiert. Es war total awkward, dieses Gefühl. Ja, ich, ich weiß absolut, was du meinst. Ne? Und wie gesagt, wenn ich das erzähle von ergor dann ist das in keinster Fall, äh, Weise abwertend oder sonst was gemeint. Es war für mich einfach nur mega überfordernd. Ich freue mich natürlich, dass, dass ihr. Mich so mögt. Sagen wir es einfach so. Anders kann man es ja nicht ausdrücken. Ich, ich mag das ja, aber sonst würde ich auch nicht streamen. Aber es ist eben halt was anderes, wenn es auf einmal live passiert. Und deswegen, ich, ich entschuldige mich schon an dieser Stelle. Es wird passieren. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich auf einmal nicht weiß, was ich machen soll. Dass ich, ja, völlig gestresst, geschwitzt und sonst was da bin und nicht weiß, was ich euch erzählen soll. Oder das Gefühl habe, ich muss irgendwas erzählen, aber auf einmal muss ich ja gar nichts erzählen. Uh, du weißt nicht, was du machst, was, uh, was du sagen sollst, ganz easy, keine Panik, ab und zu nett grinsen und die Unsicherheit dürfen alle ruhig sehen, das uh, macht den Fremden nur menschlicher und sympathischer, klappt immer. Rest ist gut, also lächeln und winken, oder wie? <laughs> Oha, Lebensmittel finde ich äh, super schwieriges Geschenk an einen Streamer. Ich nehme die von Menschen, die ich nicht kenne, definitiv nicht. War ja alles original verpackt, äh, äh, Catberry, Das ist ja das Schöne gewesen. Äh, das waren ja alles original verpackte Geschichten. Aber tatsächlich ist es auch mittlerweile so, äh, weil man am Anfang geht man ja auch blauäugig an die Sache rein. Ne? Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das Beispiel, jemand schenkt mir ein Glas Marmelade. Dann gehe ich nicht davon aus, dass er da reinspuckt. Ne? Könnte er aber machen rein, theoretisch. Uh, und wenn ich da an eben halt so Sachen denke wie Knossi, der ja schon wieder Scheiße zugeschickt bekommen hat, ja, dann fragst du dir, fragst dich wirklich, möchte ich noch ein Glas Marmelade von jemandem geschenkt bekommen? Also irgendetwas, was nicht versiegelt, verschlossen ist oder so. Nicht mal Kekse. Wer weiß, was der da reingebacken hat. Ne? ich sag nur, hier, hier, wie heißen die Dinger? Haschkekse? Ähm, wie heißen die? Die heißen auch. haben wir irgend so ein Space Space Cookies? Ne, Space Cookies sind das, glaube ich. So. Ich bin die Masse, nee, also gegen dich bin ich die Masse garantiert. Ich persönlich finde es weitaus angenehmer, Menschen in ihren Gesichter zu gucken und auf ihre Reaktion zu reagieren. Auf Twitch bist du ja nur das auf äh, das Schreiben angewiesen und äh, selbst da kann man, äh, das kann man unterschiedlich ausstellen. Das ist mir ja auch schon passiert, Amazone Berlin, ne? Also dass das ich, ähm, dass ich äh, etwas falsch verstanden habe, ne? mich angegriffen gefühlt habe, zum Beispiel von einer Aussage, die vielleicht gar nicht so gemeint gewesen ist. Ne? So, zum Beispiel, was hältst du von Nazis? Na, das habe ich total als Angriff verstanden gehabt. Na, mittlerweile ist die Antwort klar, ja? die wird ja hinter mir irgendwann immer mal angezeigt. Ich glaube, ich muss das doch nochmal ändern. Also, das mit dem Arm gefällt mir gerade gar nicht so gut. Äh, natürlich kriegst du Schokolade mit Karten. Äh, für den HSV kannst du nichts anfangen. So sieht's es aus. Gute Laune, Misanthrop. Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Uh, womit ich was anfangen könnte, wären Karten für Aber ne, in London. Also so kleiner Reminder. Nein, ich will keine Geschenke von euch wirklich nicht. Bitte keine Geschenke. Wenn überhaupt, machen wir Weihnachten wieder eine Spendenaktion. Aber ich möchte von euch bitte nichts geschenkt bekommen. Ähm, ich bitte da wirklich um euer Verständnis. das möchte ich nicht. Auch wenn wir uns treffen, bitte nichts mitbringen. Bitte. Äh, ich verstehe dich sehr und ja, wir mögen dich wie du bist und äh, genau das ist eben kurios, aber auch so schön zu sehen, dass auch du ein äh, super Mensch bist und äh, das ist eben menschlich und äh, cool. Ja, aber wie gesagt, JK, das ist eben halt, ihr seht immer nur so einen, so einen eingeschränkten Blick, du weißt es selbst am besten, das ist immer nur so eine Momentaufnahme praktisch von mir. Ich sehe gerade, die Kamera ruckelt wieder, das hätte ich wieder vorher machen sollen, egal. Jedenfalls, ähm, ich bin auch nicht immer nur nett. Ich bin auch nicht immer nur ein Supermensch und ich kann auch ein ziemliches Arschloch sein. Äh, vor allem, wenn man mir gegenüber Arschloch ist. Da bin ich relativ konsequent und dann breche ich Kontakte ab und dann will ich auch damit nichts mehr zu tun haben. Wird dem einen oder anderen hier auch mal aufgefallen sein im äh, äh, Chat, das auf meinem Namen nicht mehr erscheint, eben halt. Ist auch, wie gesagt, egal. Ist auch eben halt menschlich. Aber man möchte nicht auf so ein Podest, also ich möchte nicht auf so ein Podest gestellt werden, dass sich eben halt der. Super liebe, nette, nein, ich bin nicht super lieb und nett. Ich bin zu euch nett, klar, weil ihr nett zu mir seid. Wie es in den Wald reinschaltet, so schaltet es eben halt heraus. Aber ich kann auch ein Arschloch sein. Ich kann auch ziemlich arschig sein, sagen wir es einfach so. Äh, dann mach es doch nicht, wenn es dich stresst. Äh, Süßfax, ich möchte es doch einerseits. Also es ist, einerseits, ja, weiß ich, das wird mich unheimlich stressen. Aber andererseits möchte ich euch doch auch mal kennenlernen. Habe ich doch überhaupt nichts dagegen. No, und ich weiß, viele von euch möchten das ja auch und würden gerne ein Community-Treffen machen. Also klar, warum nicht? No. Lächeln und winken. <laughs> Wieso musste ich gerade? Ja, weil ich genau daran auch gedacht habe. Restless Boo. <laughs> ja, das ist das Problem, dass man vorsichtig wird. Ja, Aber eben halt durch schlechte Erfahrungen. Und die hatte ich ja bislang nicht gehabt. Deswegen bin ich bis da ja auch relativ unvorsichtig an die Sache rangegangen. Oh, an das Essen hatte ich gar nicht gedacht, dass äh, Leute auch echt so einen Blödsinn schicken. Ja, ist ja wirklich so. Jetzt habe ich hier alles verpasst. Wann machen wir? Wir machen ein Fan-Treffen. Alex. Wenn du dabei bist, ich schreibe dich nach dem Stream sofort an. Ich plane momentan tatsächlich ein Community-Treffen im Hansapark zu machen. Ist für dich eine Mordsanreise, aber ich würde mich riesig und das weißt du auch, riesig freuen, wenn du dabei bist. Ich habe auch gesagt, Andy, wir müssen Andy unbedingt mal besuchen, dass wir da mal einen Termin hinkriegen, dass wir mal ein Wochenende bei Andy äh, aufschlagen. Ähm, wie gesagt, würde ich mich riesig freuen. So, Bone Whitfield, guten Morgen, schön, dass du wieder da bist. Als ich das von ABBA gehört habe, sind meine Augen feucht geworden. Äh, finde das mega, dass sie das nochmal da sind. Finde ich auch. Finde ich absolut. Ich bin als Kind kein aber fan gewesen, äh, gewesen, aber jetzt bin ich einer. Und schon seit mehreren Jahren. Und äh, ich finde es auch mega. Und ich finde auch toll, dass das wieder, wieder da ist. Aber, oh, wie finden ich die Neuauflage der neuen Songs? Ich finde, dass sie genau das richtig machen. Sie machen das so ein bisschen wie Star Wars 7. Sie äh, spielen mit deinen Emotionen, indem sie einen Song rausbringen, beziehungsweise zwei. Der erste ist nicht so angelehnt. Also der... Ich weiß die Titel gerade wieder nicht. Also die Ballade fand ich, ändert jetzt nicht so sehr an Aber-Songs. Ich kenne auch nicht alle. Ich kenne die Hits, ne? Also um ist klar zu sagen. Aber der andere war für mich in erster Linie erstmal Dancing Queen. Da habe ich sofort Dancing Queen rausgehört. Und das ist eben halt äh, das, was sie richtig machen. Sie machen zwar einen neuen Song, der aber nicht 100% Dancing Queen ist, aber der sich sofort in diese Stimmung reinbringt, in dieses Abergefühl einfach. Und das fand ich, haben sie absolut richtig gemacht. Ich freue mich auf die anderen Songs noch. Ich würde mir wahnsinnig gerne die Show in London angucken, aber die ist schweineteuer. Also wenn ihr nicht gerade auf den billigen Jaffa-Kisten äh, da sitzen wollt, seid ihr mit 300 Pfund dabei, soweit ich das gesehen hatte. Äh, grüße zurück nach Flensburg, Lands Analyzer. Schön, dass du hier, hier bist. Äh, danke für den tollen Morgen und den tollen Antworten. War wieder sehr schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du bist am Mittwoch wieder dabei, Foto Jürgen. Würde mich freuen, dich wiederzusehen. Was an meinen Leuten echt großartig fand, war dass jeder erst gefragt hat, bevor sie mich gedrückt hat. Das würde ich auch bevorzugen, dass nicht jeder mich sofort überfällt und anspringt. Das werde ich auch umgekehrt nicht bei euch machen. Also wie gesagt, ich glaube, das, das werden wir vorher noch genügend erörtern, dass wir das dann vernünftig machen, das Ganze. Vielleicht verteilen wir Knuddelbuttons oder sowas, keine Ahnung weil sie wissen, dass ich mich damit nicht immer wohlfühle. Das ist ja auch normal, Cadbury. Also egal, ob, ob man jetzt eine, eine Scheu vor anderen Menschen hat oder so, du möchtest doch nicht, dass eine wildfremde Person in deinen persönlichen Dunstkreis einfach so eintritt und dich dann vielleicht auch noch in den Arm nimmt. Also eine sehr intime Reaktion eben halt auch, wenn du denjenigen einfach nur vom Namen kennst und selbst wenn du den Name... Trotzdem ist das ja erstmal eine wildfremde Person für dich, also da bin ich absolut bei dir, ne? Und trotzdem würde ich es wahrscheinlich machen. Das kommt natürlich auch drauf an, wie gesagt, wir müssen natürlich auch schauen, was Big C äh, eben halt macht bis März, April, Mai, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht Geburtstag feiern, Unser ne? <laughs> aber dann bringt er wieder Geschenke mit. Also besser mache ich das nicht. So, also wie gesagt, aber das ist das gehört dann halt dazu, ne? Sagen wir so. Klar sieht man nur die Momentaufnahmen, ja klar, auch ein Arschloch äh, sein ist auch okay. Und äh, Podeste finde ich auch schwierig, äh, absolut, aber das äh, gehört halt alles dazu. Ja, Jack Ich habe die Erfahrung eher so gemacht, dass man sich nicht traut, einen anzusprechen. Das war auch meine Erfahrung, beziehungsweise hat dann angesprochen, wusste dann aber nicht, was man sagen sollte. Na, und ich hing da halt, was soll ich denn jetzt sagen? Also es war so eine Pattsituation, situation die sich entwickelte. Und wenn man dann auf einem Event ist, ist man häufig alleine. Das ist auch super schade, weil super viele sich nicht trauen. Das ist echt schade. Ja, und natürlich vielleicht auch, bei mir ist es zum Beispiel so, äh, immer gewesen, bis auf, 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 was weiß ich jetzt, Convention oder so. Wenn, in Hamburg trifft man viele Promis. Sagen wir es einfach ganz klar, wie es ist: Man trifft viele Promis. Von Dieter Bohlen, Thomas Anders, Michael Stich, ja, einige von euch werden jetzt sagen, das ist kein Promi, aber egal. Ähm, Wolfgang Völz, ähm, Heidi Kabel. Und so weiter. Ich habe die alle getroffen in Hamburg, ja. Also gesehen. No? Ich habe sie aber nie angesprochen, weil ich bin der Meinung, das ist eine Privatperson, die hat sein Recht, auch darauf privat zu sein. Das ist was anderes, wenn ich die jetzt zum Beispiel im Foyer eines Theaters nach ihrer Vorstellung sehe. Dann spreche ich sie an, dann habe ich da kein Problem mit. Deswegen sitzt der ja auch da. No? Auf einer Convention oder auf einer Gamescom zum Beispiel habe ich auch kein Problem damit, dass mich zum Beispiel jemand ansprechen könnte und würde ich wahrscheinlich auch umgekehrt machen, obwohl ich selber, ich bin kein Autogrammjäger oder sowas und ich bin auch niemand, der sich gerne anbietet oder so. Das heißt, also auch da würde ich die Leute meistens eher in Ruhe lassen. Also wenn zum Beispiel, was weiß ich, jetzt ein Gronk an mir vorbeilaufen würde, ja, dann würde halt an mir vorbeilaufen. Deswegen würde ich nicht sagen, ähm, äh, Herr Range, Entschuldigung, nein, würde ich nicht machen. Ich habe die Erfahrung eher so gemacht, dass man sich nicht traut. Das hatte ich gelesen, genau. So, ich komme jetzt zum Ende, ihr Lieben, ähm, mit schweren Herzen. Ich würde gerne weitermachen, aber wir sehen uns am Mittwoch wieder. Äh, sag schon mal Tschüss, genau. Ich sag schon mal bis Mittwoch, genau. Udo Lindenberg, den habe ich auch gesehen. Der konnte man häufig sehen, wenn man in, ähm, äh, am Atlantic Hotel vorbeigefahren ist. Da saß er oft im Restaurant drinne. Und äh, hat eben halt zum Beispiel Abendbrot gegessen oder mit Leuten einfach ein Bierchen getrunken oder was auch immer er da gemacht hat. Aber da hat man den häufig gesehen und ich kenne ihn schon aus meiner Kindheit, weil da hat er so schnell, ähm, da hat er bei uns auf dem Stadtteilfest aufgetreten. Also da ist er aufgetreten auf dem Stadtteilfest, da ist er wirklich persönlich an mir auch dran vorbeigelaufen, war ich der kleine, der große Udo Lendenberg und heute bin ich wahrscheinlich, äh, kann ich ihn auf den Kopf sp äh, spucken. So, schauen wir mal, wie wir heute eine Freude machen können. So, Bruder. Ich mache die Rates-Liste auf. So, wen haben wir denn zuletzt glücklich gemacht? So. Hier nochmal kurz Kugel. Tüdelüdelü. -tü 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 -tü. So, Kleiner Augenblick bitte. Bitte warten. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ein paar Minuten. Ähm, so. Ich glaube. Mal kurz gucken, was er macht heute. Da muss ich kurz die Werbung abwarten. Oh, ich hasse die Werbung. Ich hasse die Werbung. Aber ich glaube, ihn haben wir schon länger nicht mehr. Doch, da oben, aber ist auch schon wieder ein bisschen hier. Mal gucken, was er macht. Frühstückstream. Ah, das sieht nach Reaction aus. Reaction mag ich nicht, das wisst ihr. Dann gucken wir beim. Äh, wir, wir gehen zum Winston Price. Der macht Musik, da sind wir auch schon seit längerem nicht mehr gewesen. Gehen wir zum Winston Price rüber. Official. Der macht Musik, der war heute dabei wegen Künstler, wenn ihr euch erinnert. Gleich mal hier in die Liste einspeichern. Würde mich freuen, wenn er mit rüberkommt, ein bisschen PP-Rate bei ihm äh, spammt. Der wird sich freuen. DJs freuen sich immer über Spam. Das weiß ich. So, also gerne mal ein bisschen äh, drüben spammen. Äh, Und ähm, euch einen guten Start in die Woche. Den Kanal raiden sollte vielleicht auch noch. Und zack. Und den Raid beginnen. Und wir machen hier nochmal den Abspann kurz. Der wird heute relativ kurz sein, denke ich. Ähm, so, also. Wieso ist der Raid gecancelt worden, sagt er mir hier. Hat er keine. Verdammte Axt. Jetzt habe ich ihn geradet. Habe ich ihn jetzt geradet oder was ist los? Hä? Ist der jetzt gecancelt worden, der Raid, oder seid ihr noch da? Der ist gecancelt, ne? No? Gut, wir machen nochmal. <laughs> raid gecancelt, okay. Also machen wir nochmal. You already have a Raid in progress. Wollen Sie was Gutes oder Twitch? Es wird mir hier nicht angezeigt. Wir sind gerade da. Merkwürdig. Du musst dieses tolle neue äh, Pop-up äh, beim Tra äh, Raid öffnen, falls es das ist. Äh, ich habe ja hier im, im Hintergrund das auf, das Ganze. So, gehen wir mal auf Raid bringen, ist ein Fehler aufgenommen. Ich glaube, er hat die Raids ausgestellt. Es Ist ein Fehler aufgetreten? Versuche die schnelle Aktion später nochmal. Gut, dann gehen wir zum, zum äh, Kavau rüber. Machen wir das so. Ich glaube, er hat Raids deaktiviert. Ich versuche es jetzt mal mit Kavau. Nö, Fehler aufgetreten. Ich kriege keine Raids durch. Dann äh, lassen wir den mit. Ähm, versuche ich das nochmal so. You have already a Raid in progress. Kann ich momentan nicht machen. Keine Ahnung, was da los ist. Ist es bei euch noch im äh, Dingens drin? Muss noch eine halbe Stunde machen. Über <laughs> das Dashboard hatte ich gemacht. Ich habe sowohl über den äh, Chat als auch über den, äh, das Dashboard gemacht. Ja, dann geht einfach bitte so rüber. Sagt einen schönen Gruß beim DJ Winston-Preis. Wie gesagt, machen wir einen Shoutout hier für ihn. Zack. Ich wäre ja gerne rübergekommen, aber sagt ihn. Twitch kaputt. Twitch durchgespielt. <laughs> also euch einen schönen äh, Start in die Woche. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank für die neuen Fotos. Vielen Dank für die Raids natürlich für den Support von euch. Äh, vielen Dank an die Mods für euren Support. Euch einen schönen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.